Und Mac hat dann auch keinen Bock. So, wir nehmen jetzt erstmal scheiß Plakatwand hier mit, weil dann haben wir nicht schon mal neue Teile frei. So, glaube ich zumindest. Das werde ich trotzdem nicht schaffen, oder? Ich glaube, Geschwindigkeit selber. Probieren es mal. Ah, doch, okay. Diesmal haben wir es geschafft. Sehr gut. Also wir haben schon 36 Stunden. Wir hatten die Teile ja schon freigeschaltet. Egal, mitgenommen habe ich es jetzt trotzdem. So, wir machen weiter mit den Racing-Sachen. Wir machen ja immer eine Kampagne nacheinander durch. Deswegen als nächstes haben wir ein bisschen Rennen, Abflug, die wir hier vor uns haben. 240er Score brauchen wir, 246 haben wir. Das sieht doch sehr entspannt für uns aus. Ich habe einen Schraubenschlüssel gegen meine Nase gehauen. Ich sollte schnell eine Bürste in der SB-Waschbox wechseln. Nun ja, ich habe das in mein Gesicht. Ja gut, das hätte man dir vorher sagen können, dass der Schraubenschlüssel, wenn er abrutscht, dann leider in der Kauleiste landet. Zumindest nicht in der Kauleiste, bei dir an der Nase, aber im Gesicht landet. Deswegen. Das hätte ich dir leider vorher sagen können. Ich bin kein Wissenschaftler, aber Wissenschaftler haben gesagt, Schraubenschlüssel nah an der Fresse, keine gute Sache. Ah ja, ich hoffe, nichts Schlimmeres passiert. Ich hoffe, nichts allzu Schlimmes passiert. Ja, hoppala. So. Jetzt sind wir willkommen noch an alle Leute, die noch eingeschaltet haben. Willkommen zu einem weiteren Need for Speed Payback Stream, wo wir wieder versagen werden, scheiße spielen werden und ganz viele andere tolle Sachen, wo man sich aufregen könnte. Wie hat es der Typ geschafft, dass das sein Hauptberuf ist? Schön, dass du zurück bist, Muchacho. Ha, Muchacho, hast du sie? Ja. Jederzeit. Bin wir schön. Schön Trick. Okay, ich weiß, okay, keine Ahnung, was das für Linien auf der Haube sind. Ich nehme alles zurück, das komische Tribal auf der Haube macht alles wieder kaputt, lass mir das. So. Also wie gesagt, Anfang der letzten Folge lief nicht, Ende der letzten Streams lief nicht so gut. Ja, ein bisschen verkackt bei dem Rennen, deswegen, jetzt müssen wir direkt mit einem schönen Start reinstarten, damit wir einfach einen guten Sieg haben. Damit einfach mein Ego wieder aufgebessert ist und ich nicht weinend in der Ecke sitzen werde. Weil das wird nämlich sonst passieren und glaubt mir, das will keiner. Ich weine, das sieht extrem traurig aus. Das sieht sehr bemitleidenswert aus. Man weint mit, obwohl man sich eindeutig sagt, nö. Aber es wäre auf jeden Fall angebracht, damit zu weinen, glaube ich. Also würde ich so sehen. So. Ah, wow. Ja, aber den Porsche ein bisschen aufrund hacken. Ich führe momentan. Was ich hier nie verspeeden und grundsätzlich nie als Zeichen setze, dass es gut laufen wird, weil Gummibandeffekt und allem. Das Geile ist ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, ich will es gerne trotzdem noch. Nie verspeeden hat keinen Gummibandeffekt mehr. Das ist eine sehr gute Idee. Also, wenn du gut fährst, kannst du auch gewinnen. Und das Spiel ist dann nicht so, oh, sie fahren verdammt gut. Was wäre, wenn wir sie am Ende trotzdem überholen werden? Sind es mir auch lustig, wo ich mir im letzten ein paar Videos von KuroHS angeguckt. Und der hat ja auch mal ein Video gemacht, wo er mit einem voll aufgebauten Auto die Underground 2 Karriere durchgespielt hat. Aber das Spiel hat ja einen Gummibandeffekt. So, wenn der Gummibandeffekt natürlich ein ultraschnelles Auto wieder aufholen muss, fliegen die Autos gefühlt mit Lichtgeschwindigkeit hier vorbei. Das sieht absolut behindert aus, aber da sieht man den Gummibandeffekt sehr, sehr gut, wie er arbeitet. Nämlich voll für den Arsch. Ihr seid einfach zu lahm. Na, wie laufen die Vorbereitungen für Clash? Ja, die gehen dann morgen los. Ich muss mich ja morgen mal intensiv vorbereiten für Sonntag, weil Sonntag, wenn ich weiß, Sonntag ab 18 Uhr ist Finale des Community Cash Forza Horizon 4. Ich und meinen beiden Jugendkollegen werde da mal richtig hart rasieren oder hart rasiert werden, aber ich hoffe, wir rasieren, weil ich bin eher so der Rasierer, nicht der rasiert. Das ist Fake. Nee, das läuft gerade aus dem Ruder. Lassen wir das. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das wäre rasieren, AMK. So, ganz einfache Kiste. Ich habe die Liste gesehen. Natürlich. Strecken weiß ich ja schon. Bleib konzentriert. Es ist bald geschafft. Diese Zigarettenwerbung auf Porsche. Ich weiß nicht, was du meinst. Leider ist das Marlboro-Design ein sehr, sehr geiles Design. Das ist halt so. Die ganzen Zigarettenhersteller und Alkoholhersteller haben grundsätzlich in der Motorsportgeschichte immer die geilsten Designs gehabt. Da kannst du sagen, was du willst. Ich kann ja nichts dafür, dass die dann halt Sachen machen, die den Körper schädigen, aber designen können sie. Die Leute, die Designs machen, sind sehr, sehr gute Menschen. Da ist nichts dran zu rütteln. Warum ist dieses Rennen jetzt eigentlich so piss einfach im Gegensatz zu dem vorher? Ich mein's jetzt mal ernst, also wir haben jetzt gerade komplett dominiert. Und wir haben jetzt vielleicht wir haben gerade mal einen Teil ausgetauscht. Die Karre ist jetzt nicht. Ah, Mann, ey. Ah, okay, ja, wir sehen uns am Sonntag. Ja, ja. Ah, ihr wird schon ausspielen hier. Ich sehe schon. Lukas Rasierer, NFS E-Sport Pro und Weihnachtsmann, ja.
Man muss sich in viele Richtungen ausbilden heutzutage. Man muss mehrere Standbeine haben. Und wenn Weihnachtsmann ein Standbein ist, dann ist Weihnachtsmann mein Standbein. So, Bitch. Und Pirat. Pirat bin ich mal auf meinem. Meme. Lieferung, nice. Auf Killys Spruch mit Lukas simuliert nicht nur das Rennen, lasse ich das lasse ich jetzt einfach so stehen und lasse es wirken. Das sag ich einfach nichts zu. Wieso hängst du schon wieder in diesem zwielichtigen Mist drin? Du hast keine Ahnung, wie kurz das Haus davor stand, uns alles zu nehmen. Ich war im Knast, Mann, im Knast. Sogar die Kosten für dich. Das macht uns keine Angst. Ich kenne dich, Mann, du brauchst nur ein... Tyler Morgan, was zum Geier? Früher vielleicht, aber nicht diesmal. Das sagst du schon. Hört auf damit, das ist eklig. Und trotzdem scheinst du ziemlich gerne mit uns zu fahren. Dachte ich, das nächste Rennen ist am Dam. Wir sehen uns da. Die Untertitel fehlen, eigentlich sind sie an. Obwohl, ist eigentlich auch scheißegal, ob sie an sind oder nicht. Ah, sind aus. Ja, mein Gott, ich mache euch die Untertitel an, komm. Als wenn das jetzt ein wichtiges Feature wäre, Alter. Die Story ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass ich euch da 50 Jahre zusammenfassen müsste. Danke an Collision of Pain für die Subscription. Willkommen bei Noob. Danke dir. Willkommen bei uns. Willkommen in einem großen Irrenhaus voller Bekloppter. Ich hoffe, sie fühlen sich hier wohl. Wir haben Kekse. Manchmal. Schmeckt nicht gut, aber wir haben welche. Es geht ja nur darum, welche zu haben. Es geht ja nicht um die Substanz und sonstige Sachen. Also ich finde das auch immer alles also Sache. So. Ember Valley Showdown. Habe ich genug Leistung? Ich glaube nicht, ne? Oh ne, du, wir sind maximal drunter. Aber wir probieren es trotzdem draufgeschissen. Danke an Nico X3. Willkommen im 7. Monat. Dankeschön für den Resub. Wuhu, noch einmal, noch ein paar Tage. Es gibt ein Kind. Gruß aus Sachsen. Hashtag Kekse. Allein diesen Satz, ey, jeder, der jetzt reingekommen ist und diesen Satz gerade mitgehört hat, weil ich auch denke, auch so. Ja, ich guck mir andere Streams an. Need for Speed ist eigentlich gar nicht so interessant, merke ich gerade. Mano a Mano. Was willst du? Ein Rennen oder Quatsch? Oder wie es in Need for Speed war, im Film. Wir klären das hinter dem Lenkrad. Ich habe nie einen epischen Satz gehört. Dieser 3-Fuß-Set ist so schön, ne? Der von Slipstream ist so geil getuned. Der Kollege, der die Karre designt hat bei Ghost Games. Ich ziehe meine Kappe. Jetzt gerade nicht, weil dann reiße ich mir das Headset mit Roller und höre nichts mehr. Aber stellen Sie sich das bitte virtuell vor. Das Auto ist ja auch nur virtuell. Im nächsten Need for Speed ziehe ich meine Kappe, weil dann trage ich auch Kappe im Spiel, weil ich habe ja Charakter-ID vor. Ha! Darüber bin ich sehr froh und stolz. Ich freue mich da wirklich drauf in den Charakter-Editor. Dass man wenigstens den Charakter so also ein bisschen einkleiden kann. Klar sieht der Dreiviertel so aus, als würde er gerade eher eine Wanderung am Nordpol machen mit den Jacken, die es in Need for Speed Heat gibt und nicht in Miami leben. Aber vielleicht ist Nordpol auch das nächste Ziel. Also man weiß ja nie, ne? Crashes gehören dazu. Tyler Morgan, rechtfertigt gerade asoziales Fahrverhalten. Sympathischer Kerl. So, wir haben ja. Sind 12 Punkte unter dem Leistungsindex, den mir das Spiel vorschreibt. Wenn ich jetzt auf den Sack kriege, weiß ich warum. Und schieb's einfach darauf. Pass auf! Ja, Crashes gehören nicht dazu. Halt Abstand, ja? Rammen möchte ich hier nicht. Bitte gehen Sie weg. Warum ist ein Porsche so. Warum sind die Rennen jetzt plötzlich so klein? Da war ich wieder auf Mitte gestellt. Kann das sein? Weil dann war das eine Rennen wirklich aus Versehen auf schwer gestellt, Idiot. Das ist ja gut. Ich bin ja ganz froh, wenn ich nicht 20.000 Anläufe brauche. So geil sind manche Rennen nämlich auch nicht, dass ich sage, oh ja, 10 Kilometer Rennen, das gönne ich mir gerne ein paar Mal. Ihr seid mies. Ghost Games hat auch alles getan, dass Tyler Morgan ein so konsequent null sympathisch ist. Wie findest du, dass der Nachname Need for Speed Heat ist? Sehr, sehr geil. Also, wenn ich mitbekommen habe, ich habe in Need for Speed Heat anscheinend, das wusste ich nicht, eine ganz verfickte Hotelkette. Bei den mehreren Gameplays habe ich Hotels gesehen, die über dem Eingangsbereich Bracht stehen hatten. Wenn ich weiß, mein Nachname, ich heiße Bracht mit Nachnamen. Und nein, es ist kein Zufall. Ja, ich habe ja mit Game Changer und EA zusammen und Ghost. Ja, die haben auf jeden Fall an ein paar Hotelketten gedacht, so, komm, baller mal einen deutschen Nachnamen dran. Anscheinend klingt das hochwertiger, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich eine Hotelkette in Need for Speed Heat. Also, falls ihr dann das Spiel am Ende spielen solltet im November, bitte schickt mir Bilder davon, wenn ihr vor meinem Namen steht. Dankeschön. Würde mich sehr freuen. Mittel ist das Spiel echt einfach, wirklich gerade heilige Scheiße. Du kannst ja einfach alles gewinnen. Du
dafür steht Lukas mit seinem Namen. Ja, anscheinend stehe ich da in Zukunft jetzt mit meinem Namen. Ich habe das ja, das kann schon, dass ich das gesehen habe. Ich hatte ja die Trailer-Analyse gemacht, dafür den Gameplay-Trailer. Die haben wir ja ein bisschen vorweg bekommen, deswegen kam das Video auch relativ zeitnah. So, ich habe die Scheiße ja ein bisschen früher. Da habe ich das halt gesehen und ich hatte es ja damals, das habe ich in dem Video auch erwähnt, aber ich erwähne es ja gerne nochmal, habe den Screenshot direkt meinem Vater gezeigt, so hier. Nicht mehr lange. Weil durch den habe ich ja Need for Speed angefangen. Ist ja einfach der Punkt. Mein Vater hat mich zu Need for Speed gebracht. Und da habe ich halt den Screenshot gesagt, so, ja, ist schon so weit gekommen, dass sein Nachname jetzt so eine neue Need for Speed verewigt ist. Er hat sich ein bisschen gefreut. Gefreut, nicht gefreut. Aber ich glaube auch solche hochwertigen Hotels, so dass sie so deutsche Namen haben, ist auch irgendwie so normal in Amerika, oder? Das ist ein Teil. Ich glaube, so Deutsch steht für hochwertig. Qualitativ gut. Pünktlich. Vor allem pünktlich, glaube ich. Ja, Demo wird es von Need for Speed, glaube ich, nicht geben. Die Demos sind ja sowieso in der heutigen Zeit eher Mangelware, leider. Leider. Ich würde es ja vielen auch wünschen, einfach um das Spiel mal antesten zu können, auch performance-technisch und blablabla. Aber nicht im Jahre 2019, liebe Leute. Hat Lukas den wirklich gebracht? Ich hab den gebracht. Geld. Punkte, Speedkarten. So, ein Rennen haben wir die Racing-Sache schon mal in der Story, dem Kapitel schon wieder durch. Dann kümmern wir uns um den anderen Quatsch. Dann machen wir Drift mal, wir haben ja NSX für rumgefehlt. Der muss ja auch mal genutzt werden. So, wo ist denn das letzte Rennen? Oh, hast du Angst? Kann der große böse Gaio es nicht mit dem kleinen Tyler morgen auf... Wie kann man als Mensch so eine große Fresse haben und so unsympathisch sein? Es ist der Wahnsinn. Ich möchte Tyler morgen konsequent Klippen runtertreten. Es ist der Wahnsinn, ey. Dann sollen sie ihre Show kriegen. Silver Rock gehört nicht dem Haus. So möchte ich gern hart. Du glaubst das wirklich, oder? Darauf kannst du Gift nehmen. Du unterschreibst dein Todesurteil, Erbanito. Ich möchte das nicht weiter zuhören. Lass das Rennen starten. Ich möchte diesen Dialog unterbrechen. Halt die Fresse jetzt. Ja, komm, wir nehmen es aber mit, wenn wir verkacken, haben wir 2000 weniger drauf geschissen. Das mit Deutsch und pünktlich muss man an der Deutschen Bahn vorbeigegangen sein. Ja, gut, es gibt Ausnahmen, hast du eigentlich recht. Genau wie früher, hä? Da fängt man fast an. Ja, Speedcross machen wir auch. Ja, klar, ist ja Kampagne. Gehört ja dazu. Machen wir auch natürlich. Machen die Kampagnenrennen machen wir alle. Also, das machen wir schon. Ich werde jetzt nicht 100% spielen. Also, ich werde nicht alle Schilder einsammeln, sondern ich will die Kampagne durchspielen. Und Speedcross gehört ja dazu. Werden wir dementsprechend natürlich auch machen. Ich mache jetzt gerade erstmal die Hauptkampagne durch. Ich denke mal, Speedcross machen wir danach am Ende nochmal. Das machen wir am Ende der Hauptkampagne. Und mein Car ist absolut zu langsam. Das brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ich hoffe einfach nur, dass er mir ein bisschen eine Chance gibt. Sonst haben wir nämlich echt ein großes Problem. Was kommt nach Payback? Ich habe noch keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Bis dahin kann schon sein, bis dahin ist Heat noch nicht raus, oder? Ja, je nachdem, wie viele Streams ich schaffe. Heat will ich auf jeden Fall, nachdem wir das Hauptlet's Play durch haben. Nachdem wir das Let's Play durch haben, möchte ich Heat auf jeden Fall das Stream Let's Play nochmal machen, aber erst nachdem es auf YouTube durch ist. Anderen 2 hatten wir schon. Nur mal gucken. Ich will jetzt halt kein Need for Speed Marathon so machen, weil das ist Kuros Idee. Das will ich jetzt nicht machen. Aber gut, wir haben noch sehr viele Need for Speed Videos, die wir mal hier im Stream machen könnten. Ob es 2010 müssen wir eigentlich noch weitermachen und so. Also, ich guck mal. Wir haben noch ein bisschen Zeit im Payback. Ich kann mir ja mal Gedanken machen. Momentan können wir erstmal die Führung halten, aber es ist ein arschlanges Rennen, also das hat noch gar nichts auszusagen. Anderes Street Racing Spiel. Ja, die Juice 3 können wir machen, Juice 1 können wir mal machen. Weißt du noch, wie du damals den Camaro deines Dads in the Barrio geschrottet hast? Haha, und du hast die Schuld dafür auf dich genommen. Ich war der Einzige, der mit sowas durchkommen konnte. Ja, momentan läuft es ja ganz gut, das Rennen. Ich glaube, bis 2010 hatten wir schon angefangen. Das müsste ich eigentlich mal fertig machen im Stream. Kann ja gucken, also das vielleicht hier nach mal beenden. Kannst du gegebenenfalls Driver San Francisco spielen? So, jetzt ein kurzer Fun-Fact, weil es jemand erwähnt hat. Driver San Francisco war als Display für den Channel nochmal geplant. So, das ist ein kurzer Punkt. Ich habe es vor ein paar Tagen versucht aufzunehmen. Das Problem ist, Driver San Francisco läuft bei mir nicht. Also es läuft schon, aber ich habe konsequent, und das ist wirklich konsequent Mikro-Ruckler. Egal auf welcher Auflösung, egal auf Fenstermodus, egal was.
Das Spiel hat immer so ganz komische so Nachruckler, dass er sich immer mal so ganz kurz ein bisschen Gefühl aufhängt. Und das ist immer wieder konsequent und das ist ganz komisch und deswegen, ja, das ist leider auf meinem aktuellen System nicht spielbar. Testen wir mit dem 2, oh, das wäre eine super gute Idee, weil für den gibt es ja diesen Ultimate-Mod oder wie auch immer der heißt. Ich habe mir das sogar alles runtergeladen. PBU 2 ist sogar diesen Ultimate-Mod da. Das könnte man sogar machen mit dem Mod, mit den ganz vielen neuen Autos und sowas. Ich habe es ja mal als Mod-Display auf YouTube gestartet, man könnte das Mod-Display aber auch hier auf Twitch machen. Ich glaube, das wäre sogar ein bisschen geiler, weil man dann mehr Fortschritt schaffen will. Tesla ist nämlich gar nicht mehr so kurz, leider. Wäre eine Idee, Tesla mit Limited 2 gemoddet. Also mit dem Ultimate oder mit diesem großen Mod, den es halt gab. Diese riesige Mod-Collection. So, mal schauen. Ich guck mal. Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Wie gesagt, Payback ist ja jetzt noch nicht morgen schon fertig, also wir haben ja noch ein paar Stündchen vor uns. Da ist hier noch ein bisschen was zu zocken. Boah, da kam gerade Bits rein. Dankeschön an Dr. MC Dippy für die 51 Bits. Danke dir. Dankeschön für das Support. So, jetzt fahren wir das Rennen erstmal sehr gut wie auf dem Chat. Und jetzt Kilometer weg jetzt hier nicht noch verkacken, damit wir die Racing-Karriere, bei Racing kann man hier in dem Kapitel dann mal entspannt abgeschlossen haben. Sieht irgendwie nicht gut für dich aus. Abwarten. Ja, das sollten wir eigentlich, wenn es gut geht, in der Tasche haben, hoffentlich. Und dann läuft es nämlich relativ gut. Wie heißt das Video? Voll krass Pimmel mit Feuerflamme. Das ist eine Tatort-Verarsche von Kurt Mauer. Einfach mal suchen. Kurt Mauer Tatort. Da findest du das. Das ist ein Tatort-Video von Kurt Mauer. Genau wie früher, Mann. Ich spiele auf PC. Wir auch spielen am PC, weil bessere Version. Und die dann Konstanzen. BMG haben wir schon einen Stream gemacht letztens erst. Jetzt machen wir erstmal Payback die nächsten Streams durch. So. Sehr gut, lief die letzte Rennen kam der Racing-Sache hier doch ganz gut noch im Vergleich zum letzten Rennen der letzten Streams. Sagen, easy. Forza 1 und 2 wäre auch nochmal wieder eine coole Idee. Hatte ich sowieso eigentlich mal Bock nochmal durchzuzocken. Wäre eine Idee sogar, die beiden Teile vielleicht nochmal. Ja, wir haben auch hier noch einige Titel, die auf dem Schirm, die ich Bock habe. Jetzt machen wir erstmal Payback durch und dann habe ich ja jetzt ein bisschen ein paar Vorschläge von euch bekommen. Dankeschön dafür, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was im Auge. So! Machen wir weiter mit Driften, würde ich sagen, ne? Machen wir Driften mit dem Honda NSX. Klingt gut. CF6 haben wir nämlich jetzt besiegt. X6M haben wir frei. Haben wir noch irgendwas Cooles? Also haben wir überhaupt irgendwas Cooles. Mustang GT ist ganz cool. Da brauchen wir auch einen neuen Racer hier nach. Der Porsche hat ja dann schon wieder ausgedient. Evo 8. Ich spiele alles auf einmal übereinander. Oh, Carrera S. Mit dem Regera noch schnellstes Auto im Spiel. Also zumindest für den Multiplayer. Ja, sehr schade, okay. Gib schon zu, du denkst, ich kann es schaffen, richtig? Wenn du die Sache durchziehen willst, dann brauchen wir dich in Höchst. Ja, Klappe halten. Wir machen weiter mit Driften, da haben wir ja NSX aufgebaut. Wie gesagt, für Waze müssen wir uns ein neues Auto noch holen. Wieder. Machen wir da noch, nicht jetzt. Bauen auf dich, Teile. Sie glauben, du wirst uns diese Stadt zurückholen. Bist du manche Leute? Der Evo 8 hat BBS-Felgen, stimmt, ja, der Evo und der Subi. Die haben regelmäßig BBS-Felgen drauf. Bis dann, Lilka. So, dann fangen wir mit dem Driften mal an, weil da treffen wir jetzt nämlich auf die Jungs von Noise Bomb aus Prosti wieder. Ich muss mich entschuldigen. Ach ja? Ich habe ein paar Dinge für das Haus erledigt. Es war ein Fehler. La Katrina, du solltest es besser wissen. Ich weiß. Aber ich mach's wieder gut. Ich schwör's dir. Wenn es soweit ist, stehe ich hinter dir morgen. Versprochen. Ja, über so ein Telefonat glaube ich dir das natürlich auf jeden Fall auch. Die hat uns so voll hintergangen, aber wenn die das sagt, dann ist das auf jeden Fall legitim. R34. Wir gucken mal bei den Racern gleich, aber jetzt machen wir erstmal die anderen Sachen fertig. Wir brauchen jetzt noch keinen neuen holen. Aber wir holen ja dann danach noch einen neuen. Also brauchen wir jetzt noch nicht.
Da haben wir uns ja dann noch... NSX muss ich erst tun. Fuck, hab ich ganz vergessen. Ja, komm, wir sowas probieren? Ja, eigentlich kriegen wir damit auf den Sack. Ja, komm, scheiße, wir legen es mal drauf an. Ich guck mal, wie es ausgeht. Viel zu langsam, NSX. Wir haben kein Tuning drin. Und Bewegung. Wir wandeln auf dem schmalen Grat zwischen Leben und Tod, Traktion und Abflug. Ich bin Aki Kimura, der Drift King. Willkommen bei Noisebomb. Rein theoretisch ist er ja nicht mehr Drift King. Den Namen haben wir ihm ja abgenommen, aber lassen wir das. Also den Namen hat er ja rein technisch nicht mehr, aber gut. NSX ist halt für Driften schon ein bisschen sehr tief. Naja, schleift ein bisschen, schleift sich frei. Alistair, man hört viel über dich. Es heißt, du bist scharf auf meine Krone. Ich will nicht deine Krone, Kimura. Ich will deinen Rekord brechen. Wir pulverisieren Rekorde im ganzen Land. Denkst du, du kannst uns Platz 1 in Fortune Valley streitig machen? Ihr lebt den amerikanischen Traum, hä? Huh? Cool, bei Fortune Valley stelle ich die Rekorde auf. Ja, gucken wir mal. Wie gesagt, die Karre ist momentan ungetuned. Das ist ein ganz großes Problem, was wir eigentlich haben. Ich habe halt kein Teil reingebaut, war ein Fehler. Aber gut, wir probieren mal, was woraus hinausläuft. Gucken wir mal. Oh ja. Oh ja, das ist träge as fuck. Na ja, gut. Machen wir nach dem Rennen, ballern wir mal ein paar Teile rein. Heilige Scheiße, kann man aber gut auf der Stelle driften. Was ist da los? 500 Meter, das wird schwierig. Ja, das wird ein bisschen tricky jetzt. Die Karre halt nicht vorangeht. Ich muss den Winkel halten. Wow, tolle Technik. Ha, 500 Meter haben wir trotzdem geschafft. Autos. Ja, Punkte sollten wir trotzdem hinkriegen. Ja, Punkte kriegen wir locker hin, aber erstmal auf jeden Fall fürs nächste Rennen muss ich mal einen Leistung reinmachen, weil das fühlt sich echt eklig an. Ich muss das Ding voll prügeln. Das ist nicht entspannt, das Driften. Hopp, falsche Richtung. Ah, falsch angelenkt. Wenn das überraschend war, wirst du bald richtig verblüfft sein. Nicht schlecht. Die Kombination mit normaler Front und Rocket Bunny Hack halt ganz geil eigentlich, weil ich mag die Rocket Bunny Front nicht, aber das Rocket Bunny Hack finde ich ganz cool bei meiner 6. Du hast dich bereits für die nächste Prüfung bewiesen. Jetzt geht es nur noch um Style. Style? Das ist das Zauberwort. Wir fahren den ganzen Berg hier nochmal hoch jetzt, ne? Ja, aufs Driften Heat bin ich auch gespannt. Das konnte ich ja bisher auch noch nicht spielen und sie meinen ja, sie haben es ja sehr, sehr stark geändert von der Art und Weise, wie es funktioniert. Also es besser funktioniert. Ich habe mitbekommen, dass Courage S ein NSX-Motor wieder macht. Ja, ja, klar, natürlich. Soweit habe ich natürlich auf dem Schirm. Ich gucke mir den auch an. Also nicht in Livestream, ich gucke mir die Videos zusammen schon an. Aber ich habe auch Respekt vor ihm, dass er wirklich dann immer seine 8 Stunden da teilweise am Tag Need for Speed durchzieht. Das ist schon ein bisschen Ausdauer, muss ich sagen. Das ist schon respektabel. Weil das Spiel muss halt ja auch nicht das erste Mal durch und sowas. Dann denke ich mir schon so, 8 Stunden im Spiel, was du jetzt schon echt dutzendmal gespielt hast. Respekt dafür, ey. Ich hätte da so eine Mythics-Erscheinung, glaube ich. Die Studio-App-Videos kommen morgen wieder, welche. Da kommen zu den neuen Autos wieder was. Seht ihr das? Sehr schön, lief doch ganz gut, okay. Ja, gut, ich habe gedacht, ohne Leistung wird es ein Problem, aber die Driftrennen sind eigentlich easy. So, Geld, 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 Punkte, Punkte, Punkte und Speedkarten. Dann werden wir jetzt gleich mal kurz zum Shop fahren, um mal kurz der NSX ein bisschen Leistung reinzuprügeln. Weil da geht ein bisschen was. Obwohl es eh nur 4 Rennen sind eigentlich, ich hab drauf geschissen, aber gut, egal. So, wie hast du die Kooperation mit ihm? Ja, ich weiß, was würdest du denn da für eine Kooperation vorstellen? Also, wir machen ja Singleplayer Need for Speed Let's Plays beide. Da ist ja schwierig, was für Kooperation zu machen, ne? So doof es klingt. Also, sehe ich's halt. Klar, würde ich schon gerne was zusammen machen, weil ich echt cool von der Art und Einweise finde, aber wie gesagt, was sein muss. Dementsprechend. So, nebenbei danke an 2 Zuschauer, die gerade wunderschön einschalten. Freut mich sehr. 170, gucken wir noch was Besseres, 179, 188. Hey
Hey Mac, ich brauche deine Hilfe. Würdest du was für mich abholen? Du weißt, nein. Du kannst auf mich zählen. Kannst du nicht. Gefallen. Geh mir nicht auf den Sack. So, dann drehen wir mal kurz Kopf. Drehe ich jetzt einfach mal kurz. Welche Android-Version es runterladen kann, weiß ich nicht. Müsste mal gucken, müsste dabei stehen. Ich habe da leider keine Ahnung. So, ja, Stufe 6 Teil draufgeschissen. Ist besser als Stufe 4 Teil. Haben wir zumindest 200 Score. Wir sind eigentlich immer noch ziemlich scheiße unterwegs, um ehrlich zu sein, weil wir immer noch unter dem sind, was am ersten Ring gefordert war. Aber egal. Oder was ist denn die kürzeste Route? Einfach noch eine Tanke aus hier oben, komm. Also ich habe einen Galaxy S8, darauf geht's, aber es ruckelt schon zum Teil. Also wenn ich so 3-4 Autos ineinander tune, dann ist mein Galaxy schon bös heiß. Würde ich sagen. Ich will aber irgendwann nochmal wieder auf das Handy switchen. Ist zumindest der Plan. So, zum nächsten Drift One. 2 von 4. Es gibt viel zu wenig Driftkampf, muss man leider sagen. Die Driftkampagne ist leider persönlich viel zu kurz. Spiel, bitte reset mich. Das gibt keinen. Danke. So, wir brauchen ja noch zwei Driftzonen, müssen wir ja noch mitnehmen, damit wir neue Teile freischalten, weil eine haben wir bisher nur. Punkte werden wir locker holen. So. 2 von 3. Racer, hier spricht eure Hüterin und ihr hört die Stimme der Straße. Tyler wurde zuletzt nicht oft in der Stadt gesehen. Was daran liegt, dass er die Strecken im Norden beherrscht hat. Wo genau? Silver Canyon. Unser Freund Ty hat dort Gaio und die Silver Six besiegt und ist dem Outlaws Rush wieder einen Schritt näher gekommen. Außerdem heißt es, Tyler und Gaio würden sich aus The Barrio kennen. Und ihr kleines Wiedersehen hätte bei Gaio einen Sinneswandel bewirkt. Wer weiß? Noch ein Driftzone. Sehr gut. Dann haben wir die beiden drei schon. Sehr gut. Gegen das Haus. Die Straßen sagen, gut gemacht, Lil Ty. Lil Ty? Lil Ty? Wow, Ty. Daran werde ich mich ewig erinnern. So ein Mist. Versuchst du, dass sein erster Text gar nicht ausgesprochen wurde von ihm. Dass er einfach nur so unten stand. Ich weiß nicht, was wir jetzt nochmal freischalten damit, was für ein Teil. Was war das nochmal? Grill? Nee. Irgendwas haben wir jetzt freigeschaltet damit gleich. Was war denn das? Komm, plopp auf. Haben wir nicht irgendwas freigeschaltet mit Driftzonen? Ah, Diffusoren. Oh. Ja, okay, das machen wir hier nach. Nach dem Rennen werden wir mal kurz ein paar Diffusoren bei unseren Autos wechseln. Da werden wir ein paar Diffusoren mal abändern, weil das ist ein schönes Teil. Brauche NSX nämlich auch noch dringend, weil das fehlt auch noch hinten. Zeig mir deine Kunst, Mac Alistair. Nenn mich ruhig Vincent van Gogh. So. 194.000 Punkte. Wir haben jetzt ein bisschen Bums und es geht bergab. Das spielt uns auf jeden Fall mega in die Karten. Alles klar. Ich finde auch cool, dass die Musik immer pro Renntyp anders ist. Das ist ganz cool eigentlich gewählt, muss man sagen. Ach, push dich doch da. Mensch. Ganz genau. NSX Drift ist sich echt gut, das Ding. Ich bin noch nie im Drift gefahren. Das Ding ist aber gar nicht mal so verkehrt, ey. Fährt sich echt angenehm. Natürlich kein Vergleich zu den Allradmonstern. Die fahren halt noch mal krasser quer, aber an sich ist das schon mal echt eine gute Kiste. Kannst du nicht meckern. Soll ich mit der Leistung lieber haben. Geht das Ding eigentlich schon vernünftig quer. Ja, easy going. Na gut, wenn Drift Events mache ich mir sowieso nicht große Sorgen. Die sind nicht so schwierig. Der LKW war gerade schweben, das ist schön. Sehr gut.
Ah, fuck, Pickup. Schluss mit lustig. Gut, das haben wir ja locker geholt. Easy. Eine würdige Vorstellung, Mac. Ja, die Nitro-Farben sehen komisch aus. Wo das Nitro rauskommt, die Flammenbildung sieht komisch aus. Das ist bei Payback deutlich, bei Heat deutlich besser. Weil die Flammen, erstmal Position ist komisch, wie sie sich bilden, sieht unrealistisch aus. Das ist bei Heat um Längen besser getroffen. Bin ich auch sehr froh drum, dass sie da nochmal ein Auge drauf geworfen haben. Also der R35, sagt der NR4202 ja gerade sehr gut, ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Flammen aussehen können. Dementsprechend, ja, bin ich da sehr hyped drauf. So! Ja, klappt. Wir bauen Diffusoren an unsere Karre. Einmal so. Können wir jetzt machen und dann fehlt auch nicht mehr so viel. Sieht das hinten ein wenig cleaner aus. So, dann hängt da wesentlich auch mal was. Das gefällt mir doch schon mal besser. Jetzt müssen wir gerade gucken, welche Autos wir hier. Warum sind die beiden eigentlich schon wieder hier? Warum stellen die sich immer automatisch in die scheiß Garage rein? Was soll das denn? Der Charger hat ja keine Funktion. Ich ist ja auch schon wieder hier drin. Den habe ich ja gar nicht gefahren. Drifter haben wir ja. Der Racer, den wir jetzt gefunden haben. Wir bauen den da Porsche einfach drunter. Wir fahren den zwar jetzt nicht mehr, aber ich baue mir. Oder nee, komm, dann lassen wir das. Warte mal, welchen fahren wir denn noch? Wir fahren noch. Runner machen wir auf jeden Fall noch. Fahren wir noch irgendeine. Was sind noch die andere Versionen, die wir haben? Müsst ihr mal gucken. Bei Runner bauen wir auch mal kurz noch einen Diffuser drunter. Einen schönen. Da gibt es nicht ein paar geile für den, das ist nämlich das Fette. Vielleicht nehmen wir hier den mit dem schönen. Formel 1 Licht. Fahren wir Drag noch? Ist Drag gleich noch auf Pla? Wir müssen gleich mal gucken. Ich weiß gar nicht, was der andere Renntyp ist, was wir noch haben. Warte, geh mal kurz raus und guck ich mal schnell. Willst du dir auch das neue Snowball? Ach, du meinst, das ist von Matuana, der Nachfolger, ne? Da. Ja, mal gucken. Ich werde mal reinschauen auf jeden Fall. Warte. Ne, wir haben. Genau, wir haben Speedcore. Das machen wir jemand anders. Wir haben noch das von ihr. Ah, Offroad haben wir noch. Stimmt. Offroad haben wir noch und. Und die Trials hier oben haben wir ja auch noch, stimmt. Also Offroad haben wir noch als andere Disziplin. Okay, bei der Baum... Ah, stimmt, wir haben ja unseren Skyline. Ganz vergessen. Apropos F1, was sagst du, Vettel? Ich weiß, er hat wieder gewonnen, ne? Ich habe, ich verfolge es leider, die Schauformel 1 nicht aktiv, deswegen habe ich es nur so beiläufig mitbekommen. Aber ja, er hat wieder mal einen Sieg eingeholt. Ich glaube, war auch mal wieder ganz gut fürs Ego. Das hat ihm, glaube ich, ganz gut getan, weil der war, glaube ich, echt fertig mit der Welt, so lange war sicher. Und Diffuser ist natürlich unter einem Offroader eine absolute Bullshit-Idee. Aber ist mir egal, machen wir trotzdem. So. Gut, holen wir unseren Drifter wieder raus und machen mal die Driftkampagne fertig. Sind ja nur zwei Rennen, die wir da vor uns haben. Ich finde das X echt schön, ey. So wie wir jetzt aufgebaut haben, finde ich echt geil. Nach 391 Tagen. Krass, so lange her, über ein Jahr. Krass, okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so lange nicht mehr gewonnen hatte. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Boah, okay, gut, dann. Da bist du, glaube ich, ein bisschen im Eimer, ey, geistig, ey. Ich glaube, das nimmt dich wirklich mit. Weil du fährt ja sich vorne rum, aber kommt dann nicht zum Sieg. Ich glaube, das zermürbt dich wirklich, weil du hast ja, das Material hast du ja dafür eigentlich. Und auch das Können. Und dann klappt es halt einfach nicht. Ich glaube, das tat wohl ganz gut, denke ich mal jetzt wieder. Boah, ja, der Diffuser tut dem Heck nochmal ganz gut. Ist nicht so komisch hoch. Ah, ist ja geil, Drift wie heißt das Scheißding da oben? Zur Sternwarte hoch. Hoch und runter wieder. Sehr, sehr geil. Da freue ich mich drauf. Die Strecke macht mich ultra laut zu driften. Oh, das Teil, was wir eingebaut haben, hat auf jeden Fall gut was gebracht. Spielst du Call of Duty? Ja, die Beta habe ich von Modern Warfare sehr, sehr aktiv gespielt, muss ich sagen. Hat mir auch ultra viel Spaß gemacht. Wir haben es mit Kumpel zusammen gespielt und es hat wirklich echt mega, mega gebockt. Und ja, Modern Warfare ist vorbestellt. Seit langem Call of Duty mal wieder gekauft. Seit sehr, sehr langem mal wieder. Aber ich finde, das neue Modern Warfare macht halt wieder alles richtig. Es ist schön klassisches Call of Duty, spielt sich gut. Dementsprechend. So, einmal hoch und einmal runter zum Observatorium war das Wort mit Stern. Stern war das trotzdem richtig. Ist nicht der Fachbegriff halt. Mach schon, mach schon! 600 Meter werden hier ein bisschen schwierig, weil ich echt böse kombinieren muss. Und das ist bei manchen Kurven gar nicht so leicht, weil du sonst keine Geschwindigkeit mehr hast. Ich glaube, bergab können wir es hinkriegen. Cool. Ja, könnten fast ein 600 Meter Drift werden. Wenn ich jetzt durchziehe, ja, schön kombiniert. Schön kombinieren. Dann können wir die 600 Meter hier holen.
Yes, da haben wir sie geholt. Sehr gut. Schön kombiniert. So muss das laufen. Wir haben jetzt schon mehr Punkte in diesem Griff gesammelt, als wir eigentlich insgesamt bräuchten. Ich weiß auch nicht, warum alle Charaktere in diesem Spiel konsequent eine große Fresse haben müssen. Warum können die nicht einfach ein bisschen bodenständiger sein? Warum müssen die bei jedem Sache, die sie machen, so auftrumpfen, als wären sie der Größte? Das ist nicht sympathisch. Sympathisch ist Bodenständigkeit. Und nicht komplett raushängen lassen, was man hat. SX driftet sich echt geil. Kein Scheiß, das Ding ist super geil zum Driften, ey. Ich hab den vorher nie im Drift gefahren. Krass. Super, super geil. Hast du schon damals MW2 und MW3 gespielt? Ja. MW3 habe ich recht viel gespielt. Und seitdem bin ich halt dann raus gewesen, weil die anderen Teile mir alle nicht mehr zugesagt haben. Und jetzt mit dem neuen Modern Warfare bin ich halt genau wieder da. Das gefällt mir echt gut. Dementsprechend, hab ich voll Bock drauf. Erst recht mit Kuppe zusammen hat das eben mega Bock gemacht. Wir waren noch überlegen zu streamen, da habe ich aber gesagt, guckt sich halt Hitchhike keiner an, weil ich den Hitchhike richtig. Aber ja, überlege ich mal. Also vielleicht kann das jetzt mal ein Call of Duty Streamer kommen, zufällig. Dass wir einfach mal einen machen. Wenn wir einfach mal abends eine Runde zocken und sich einfach mal nebenher den Stream anschmeißen, kann passieren. Wenn ich einfach mal Bock drauf hab. Weil eigentlich ganz lustig und zuzuhören. Also es besteht zwar drei Viertel daraus, dass irgendwie Leute beleidigen, aber sonst macht's Spaß. Ist immer scheiße, wenn man mit irgendwelchen Clans spielt, dann ist man meist halt echt komplett chancenlos, weil die einen komplett auseinandernehmen. Punkte mache ich mir gar keine Sorgen, weil es bergab geht. Easy going. Ich muss so unfassbar gut aussehen. Ah, leichter Kontakt, ey. Dass er da direkt schon Punkte abzieht, ist kacke. Walltaps müssten eigentlich möglich sein. Kontrollier ihn. Das gehört ja auch zu Driften dazu. Gewissermaßen. Was hältst du vom neuen Zelda? Ich spiel kein Zelda, kann ich dir nichts zu sagen. Easy going. Ich liebe es. Mach weiter so, Mac. Sehr gut. Ja, hol mal locker flockig. Der Zeitzeit mal auch hinkriegen. Wir haben nämlich nur eine Haarnadel gleich vor uns. Deswegen jetzt einmal schön durchladen, das Ding. Dann wissen wir das Ding geholt. Sehr gut. Besser geht's nicht. Auf welches Spiel außer Heat freust du dich noch dieses Jahr? Auf zwei Titel noch. Das neue Call of Duty, Modern Warfare. Bei Borderlands 3 ist schon draußen, zocke ich auch aktiv mit meinem kleinen Bruder. Planet Zoo. Das ist ja von den Machern von Planet Coaster. Das war halt schon verdammt gutes Rollercoaster-Nachfolger eigentlich. Und das sieht nach einem sehr guten Zoo-Tycoon-Nachfolger aus. Und das ist bisher gesehen, habe ich voll Bock drauf, weil ich liebe diese Zoo-Spiele. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob es auch so ein männlicher Titel ist, Gefühl von der Art her, aber. Sind super entspannt die Dinger und deswegen auf Planet Zoo habe ich richtig Bock drauf, weil das Team dahinter auch echt gute Arbeit ich leistet. Ich muss sagen, du hast den Stargazers Run beherrscht. Das erregt Aufmerksamkeit, auch online. Ah, stimmt, das Grid Reboot ja auch noch. Entschuldigung, Grid habe ich ganz vergessen. Außerdem von deiner Performance. Kommt ja bald schon. Wie es aussieht, wirst du zu einer örtlichen Drift-Legende. Ich war schon immer eine Legende. Fortune Valley hinkt einfach. Ja, Grid freue ich mich auch noch. Stimmt. Ganz vergessen, Entschuldigung. Ich komme in zwei Wochen raus. Nächster Titel auf jeden Fall für ein komplett Let's Play auf dem Channel. Wir haben lange schon kein Let's Play jetzt mehr gehabt, ein richtiges. Grid wird wieder eins. Weil ich habe ja gesagt, diese Let's Plays von 0 auf 100 werden ja uncut. Freut euch drauf, Grid 2019 wird wieder so ein Let's Play. Genau wie das neue Need for Speed. Das wird's werden. Wie läuft's mit Noise Bomb? Fantastisch. Dank mir hat ihr Stream mehr Aufrufe als je zuvor. Deswegen, ja. Also ja, werden wir auf jeden Fall auch ein normales Let's Play zu kommen. Also bleibt konzentriert. Mann, Ty! Genau dafür bin ich doch nach Amerika gekommen. Lass mich einfach genießen, ja? Okay, sag ihm, was du kannst, Superstar. Du kriegst doch ein kostenloses Autogramm. Im Moment hätte ich eh schon viel schneller aufgelegt. Aber lassen wir das. So. Dann fahren wir mal das letzte Rennen der Drift-Kampagne. Dann haben wir noch Offroad und die Verfolgungsjagden. Ich glaube, Offroad mache ich als nächstes, damit ich das hinter mir habe. Aber Offroad habe ich eigentlich gar keinen Bock.
Aber muss halt auch gemacht werden. Komm halt nicht drum herum. Das ist sowieso so ein Problem von Payback, dass du alles machen musst. Also du kannst nicht sagen, auf Gott, das ist nicht so meins, hab ich nicht so Bock drauf. Da sagt dir das Spiel aber leider was anderes dazu, weil ja, du willst die Custoria fortschreiben, ja, dann musst du leider auf Gott fahren. Wenn du das nicht willst, Pech gehabt. Ich hoffe, der Skyline taugt da was. Wir werden mal gucken, ob der R32 gute Aufbauer im Spiel ist. Der beste ist ja der Panamera. Klingt total bescheuert oder so. So, mal kurz drei Sterne geholt. Aki Kimura, der Drift King. Dann wollen wir mal. Letztes Rennen. Ja, Drift-Events sind eh viel zu wenig. Also vier Events ist viel zu wenig. Also die Drift-Kampagne ist grundsätzlich viel zu kurz. Ja, das werden wir nicht schaffen. 1000 Meter ist Arsch hier. Und ich hätte gerne sowas wie Tandem-Drift oder so drin. Oh, Bremse da mal frei. Nice. Ich hätte gerne sowas wie Tandem-Drift oder sowas drin, aber haben wir ja leider nicht. Verabschiede dich von Platz 1, Drift-King. Meinst du, Auto 4 wird das Game wieder in der Luft zerreißen? Dann die, ja, also GameStar ist ja auch schon nicht super happy drüber und... Pipapo, also den ich höre sowieso nicht darauf, was andere sagen. Ich habe Bock auf Need for Speed, mir macht Need for Speed Spaß. Und ja, einfach drauf scheiße, ist halt einfach so. Wenn es euch Spaß macht. Ich gucke mir solche Videos meist so zu ansehen, um zu sehen, welche Gründe sie dafür finden, weil das sind am meisten die, die ich nicht nachvollziehen kann. Oh, locker, okay, haben wir locker 1000 Meter gerade geschafft, easy. Ja, okay. Ja gut, wird doch ein bisschen einfacher als erwartet, das Ding hier. Das Ding ist super geil zum Drift, kann ich nur empfehlen, ey, ist krass. Das wundert mich persönlich ein bisschen. Das wundert mich wirklich ein bisschen, dass die Karre so gut ist. Und eure Hoheit, was sagt ihr? Ganz ehrlich, ich würde einfach abdampfen. Wie steht's um deinen Rekord, Aki? Gut, du hast noch einiges vor. Bleib in der Spur. Ja gut, du hast noch einiges vor, die 8000 Punkte sind getroffen. Aki Kimura wurde von dem noch größeren Mac McAllister besiegt. Ich dachte nicht, dass du es schaffst. Aber du hast mich lieben gelernt, Mac. Also, Aki, wenn ich ein Künstler bin, Offroad stehe. Stopp. Ich fahre nicht Offroad. Ach komm schon, das macht Spaß. Mach's nicht, Mac. Mach's eindeutig nicht. Sieh zu und lerne, Aki. Oh, ich sehe es. Offroad macht ja in dem Spiel leider absolut gar keinen Spaß. Perfekt! Warum sehe ich überhaupt noch zu? Mein Rekord ist längst geknackt. Weil du einfach nicht wegsehen kannst. Beeindruckend. Okay, jetzt mache ich ernst. Ja, ein paar Punkte sind aber drüber, minimal. Ah, Bordsteinkante, scheiße. So, easy going. Sehr schön. Ein Hoch auf den neuen Drift King, Baby. Ja, die Videos von Alte 4 finde ich trotzdem lustig. Ich sage ja nichts gegen ihn. Also die Videos von ihm sind lustig, sind unterhaltsam gestaltet, allem drum und dran. Auch mit Fakten, allem drum und dran. Ich gebe ihm ja auch zum Teil recht, aber wie gesagt, bei Need for Speed bin ich eh so ein bisschen immer sehr eigen. Das Flossy-Finale kommt erstmal gar nicht, weil es technisch bei mir am Rechner nicht läuft. Ich bin ja momentan umgestiegen, dass ich mit einer Capture-Card aufnehme und Flossy läuft über die Capture-Card nicht. Das ist ganz komisch, ich weiß nicht warum, aber Prostit erkennt meine Capture-Card nicht. Und ich kann es aber nicht spielen. Corvette haben wir frei. Eieiei. Ja, wir suchen ja noch neue Fahrzeuge fürs nächste Kapitel, ne? Panamera ist frei. Oh, wir können den Sky jetzt schon in die Tonne kloppen, wenn wir es drauf anlegen. Und den 911 KRS finde ich auch super sexy. Aber alles geile Kisten. Scheiße. Oh nee, ich will den S32 jetzt erstmal fahren. Ich will ihn nicht schon jetzt in die Tonne werfen. Weil theoretisch der Panamera ist der bessere Opfer, oder? Das würde mir einiges an Ärger ersparen. Du mich ja dann eines Tages. Schließ dich Noisebomb an. Lass uns durchs Land touren und gemeinsam. Ja, Offroad ist besser als bei Forza. Ich finde Offroad bei Forza aber auch schon scheiße. Ich finde Offroad in der allgemeinen Rennspielen kacke. Die meisten kriege ich auf Kappe. Nee, ich kann es nicht ohne Capture Card. Mein ganzes Setup ist komplett umgebaut. Ohne will ich sie nicht capturen können, weil mein Mikro alles anders angeschlossen ist. Du erzielst jede Menge Klicks. Hush, Papi. Es heißt Hash Tiger. Wieso hast du mehr Follower als ich? Ich hab ich? Ich werde Tag und Nacht trainieren, Mac.
und eines Tages schlag ich dich. Ich kann's kaum erwarten, Arschpapi. Ich überlege gerade echt, also Panamera wäre für Offroad eigentlich die bessere Wahl, ne? Ah, dann sind wir in den GF32 wieder gar nicht gefahren, habe ich nur getuned eigentlich. Aber Panamera wäre das optimale Auto, mit dem können wir auch durchzocken rein theoretisch. Eigentlich. Ich guck mal kurz, was der kostet. Wir gucken mal kurz mal auf oder vorbei. Wir sind jetzt keiner, zwar nicht gefahren, aber drauf geschissen. Obwohl, wir sind ihn kurz mal gefahren. Ist ja nicht so, dass wir ihn gar nicht gefahren sind. Weil der Panamera ist halt einfach das beste Offroad-Auto, da ich Offroad einfach nicht mag. Bin ich echt ganz froh, wenn ich die Autos umgehen kann. Weil hier haben wir schon alle frei jetzt, krass. Er hat auch einen 32er Score, komm, der ist verdammt gut, scheiß drauf. Ja. Ist nämlich einfacher mit dem Panamera, deswegen nehmen wir den Panamera jetzt, bauen den auf und ja, fahren dann die Offroad-Kampagne. Und dann werden wir mal gucken, für Waze brauchen wir dann einen neuen. Für Drift glaube ich erstmal nicht. Wir müssen gucken, was im nächsten Kapitel alles drankommt. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr. Dass wir da neue Fahrzeuge uns holen. Für das nächste Kapitel dann. Aber erstmal spielen wir das aktuelle Kapitel jetzt durch. So, da brauchen wir nichts ändern. So, Design gucke ich direkt sofort, weil... ja, da ist leider... Die Originalfarbe braun ist leider hässlich. Da müssen wir halt ehrlich sein. Da müssen wir halt anders drauf. Also Camo-Look wäre natürlich cool. Drift ist durch. Ach stimmt, der Drift kommt ja nichts mehr. Stimmt, ja, okay, Drift brauchen wir da nichts mehr holen. Ach komm, wir packen Red Bull drauf. Red Bull geht bei jedem Sport. Warum kann ich jetzt nichts auswählen? Hallo? Warum geht das jetzt schon wieder nicht mehr? Jetzt geht das Auswählen schon wieder nicht. Ich werd wahnsinnig. Hallo? Oh, danke an Chance 2000 für die 10 Euro. Dankeschön. Hey, hab gehört, RX8 soll nicht was wie hier kommt. Stimmt das? Nope. Also der ist momentan in der offiziellen Fahrzeugliste nicht geführt. Also kann sein, dass der irgendwann als DLC-Fahrzeug reinkommt, aber Start vom Anfang des Spiels ist kein RX-8 leider drin. Ah, jetzt kann ich es runterladen. Ah, okay. Ah, jetzt geht's, okay. Hast du auch nie einen Feed vorbestellt? Nee, habe ich natürlich nicht. Ich habe ja mit Ghost Games zusammen, dadurch erspare ich mir das natürlich. Aber sonst hätte ich es natürlich, ja. So, dann gucken wir mal, was wir hier mit anstellen können, dass wir den ein bisschen Offroad-mäßiger wirken lassen. Schöne Lufteinlässe natürlich. Stoßstangen sind beide nicht Offroad-mäßig geeignet. Wir bleiben bei der Originalen, die ist einfach schöner. Scheinwerfer kommen natürlich gelbe rein. Vorhin von mir habe ich nicht wirklich welche hochgeladen, da gibt es nicht wirklich welche im Payback leider. Da habe ich nicht viel erstellt. So, alles Offroad-mäßig ändern, soweit es geht. Ja, das ist nicht Offroad-mäßig. Auch ein bisschen breiter, aber Lufteinlass halt rein. Schwarze Rückleuchten sind aber sehr sexy. Ach, der macht nur die Kanten schwarz. Krass, das ist natürlich optisch ein bisschen sexy. Da muss ich mal sagen, das gefällt mir auch gar nicht mal so verkehrt hier. So, kleine Schrift gibt es ja gar nicht, den kann ich auch klein schreiben, drauf geschissen. Nehmen wir die mit den großen Einlässen. Der hat aber geile Diffusoren, fällt mir jetzt gerade auf. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. So, jetzt brauchen wir natürlich noch mal irgendwas, was richtig in der Offroad spricht. Ja, nehmen wir das hier. Das kriegt ein bisschen mehr dafür. So, Spoiler. Der originale Spoiler beim Panamera ist ultra geil, weil er hat diese beiden Teile, die fahren halt hoch, fahren auseinander und in der Mitte fährt dann noch ein Teil hoch. Übel geil. Also das Spoiler-System hinter Panamera ist dezenter Sex, muss man einfach sagen. Das hat Porsche sehr geil designt. So, aber wir fahren Offroader, wir eskalieren einfach vollkommen. Ich darf es wieder. So, Felgen mache ich auch trotzdem andere drauf, weil ich die leider nicht so schön finde. Oh, wir lassen die auch so klein, weil dann sieht das voll wulstig aus. Das ist voll geil, machen wir. Das machen wir. Nehmen die hier. Das sieht dann noch brutal offroadiger aus. So muss das sein. So. Wann eskalierst du dich? Das ist richtig, aber ich erwähne es trotzdem immer vorsichtshalber, damit dass Eltern ihre Kinder wegsperren können in dem Moment. Falls ich mal wieder meine komplette Schlaganfall zu kriegen. Mittlerweile ist einfach nur so ein Sicherheits...
Tipp von mir, den ihr einfach wahrnehmen könnt oder nicht, das könnt ihr euch dann selbst überlegen. So, es war ein Offroader, ich baller trotzdem Neon runter, ist mir scheißegal. Und ein Lufferwerk rein, so. Perfekt, Panamera ist fertig, wir brauchen den leistungstechnisch auch nicht upgraden, weil der halt einfach serienmäßig schon viel zu stark ist eigentlich. So, legen wir mal erstmal kurz ab, sicherheitshalber. Das gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Sieht mit den Reifenkombinationen natürlich scheiße aus, aber geht mir auch nicht darum, dass er gut aussieht. Das Ding soll ja gleich einfach nur Rennen gewinnen. Dementsprechend drauf geschissen. So, ab geht's zu den Offroadern. Nächsten Rennen angehen. Die mal anspielen, so. Deswegen, Leistungstechnik, also wie gesagt, Reifen bleiben so, weil Offroader. Unser Freund Mac hat den Drift King besiegt und ist dem Outlaws Rush wieder einen Schritt näher. Kann diesen Mann jemand aufhalten? Will das überhaupt jemand? Hey Mac, die Straßen jubeln dir zu. Sei frei. Habt ihr das gehört? Die Hüterin sagte, sei frei. Als wäre dein Ego nicht schon groß genug. Das lasse ich auf T-Shirts drucken. Von mir aus, solange wir keins tragen müssen. Natürlich müsst ihr. Ihr seid meine Crew. Ich mag Mac manchmal, nicht immer, öfters, manchmal, ich mag Mac manchmal ist immer ein schönes Wort. So, Offroad-Kampagne, die nächste. Die sehen halt alle mega geil aus, die Kisten, muss ich sagen. Also die sind halt schön getuned, die sind optisch cool. Männer regieren die Welt. Was für ein Quatsch. Wag dich einen Tag mit uns in die Wüste, wenn du dich traust. Wir sind die Free Amber Militia. Ich sag mal so, sie ist gerade das Risiko eingegangen, eine ihrer Fahrerin komplett zu töten. Also ich meine, da waren die 30, wäre die draufgeladen, wäre die Karre platt gewesen. Junge, dieser Sturz bei der Offroad-Karre ist halt so Bullshit eigentlich. Keiner mehr die Eier meiner Crew herauszufordern. Meine Eier sind berüchtigt und ganz Paris spricht über meine Leber. Ich bin eben was Besonderes. Ich hab von dir gehört. Du bist doch dieser Showman. Meine Eier sind berüchtigt. Listen and repeat, liebe Leute. Listen and repeat. Das beweisen unsere Narben. Ich bin Faith. Du willst gegen mich fahren? Dann übersteh unsere Prüfungen. Als erstes den River Run. Diese Kameraperspektive ist totaler Bullshit. Ich sehe überhaupt nichts außer meine Frontstoßstange. Ein perfekter Renntag, Mädchen. Na, dann wollen wir mal sehen, wie lange dieser Showman durchhält. Das war das Offroad-Rennen, was man auch als erstes auf der Gamescom anspielen konnte. Damals in X6M, glaube ich, war es. Der Sprung hier vorne war immer eine Katastrophe. Gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wie der Panamera ist. Ich bin im Offroad auch gar nicht gefahren. Der wurde halt immer gesagt, dass der Offroad das beste Auto ist. Wir werden es heute rausfinden. Ich habe nämlich keinen Plan. Wenn ich locker die Rennen gewinne, spricht es dafür. Wenn nicht, dann nicht. Also kann trotzdem dafür sprechen. Ich fahre halt den Offroad einfach scheiße meistens. Junge, was ist das? Der geht Offroad echt gut voran, ey. Der ist Offroad gar nicht so langsam. Boah, komm, kusch dich. Panamera geht gut voran, also kann man sich nicht beschweren. Ist nicht verkehrt. Absolut nicht verkehrt, die Kiste. Dafür, dass ich Offroad nicht mag, ist es in Ordnung. Bin ich auch froh, dass die neue Heatmap, oder die Map von Need for Speed Heat, ein bisschen weniger Offroad-lastig designt ist. Es gibt zwar immer noch Offroad-Abschnitte, aber es sind eher mal so Verbindungswege zwischen Straßen, wo du einfach dann eben die Offroad-Route nehmen kannst, um schneller irgendwo hinzukommen. Aber was ich auf jeden Fall erwähnen kann, Offroad ist die Karre auch wirklich langsam. Also du merkst jetzt bei Need for Speed Heat einen gewaltigen Unterschied, wenn du keinen Offroader fährst. Dass du in der Wiese nichts verloren hast mit deinem Porsche gestanzt. Das finde ich ganz gut. Reit euch schön hinter mir ein! Ja, das läuft doch ganz gut. Das läuft doch sehr gut. So mag ich meine Offroad-Rennen. Einfach und easy zu beenden.
So, letzte Meter noch. Und dann haben wir das erste Rennen schon mal fertig. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Ich glaube 5, 6 oder wie viele waren das jetzt hier in dem Kapitel? Meine ich. So. Sehr gut, eins weniger. Ich weiß nicht, ob es auch für die Events gibt. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Kann sein, dass es welche gibt. Sie haben es ja nicht dazu erwähnt, leider. Sie haben bisher dazu leider nichts gesagt. Deswegen kann ich es dir nicht sagen. Was ich so gerne nicht machen würde. So, Stufe 10 Karte direkt. Ja, nice. Ja, nice. Ach, fahr zum Zielpunkt. Okay, ist doch gar nicht beendet, das Event. Meine Mädchen haben eine alte Motocross-Strecke entdeckt. Seh zu, dass du da auftauchst. Okay, okay. Motocross-Strecke in Autos? Klar, warum nicht? Das wird lustig. Gut, dass ich den großen, den minimalen kleinen Panamera genommen habe für eine Motocross-Strecke, weil Autos haben sowieso schon gar kein Platzproblem darauf. Panamera umso weniger. Ziel auf uns von 60 Sekunden. Ja, komm, das werden wir ja wohl hinkriegen. Gib der Sonne beim Springen einen Kuss von mir, Mädchen. Und Mac. Ich wette, du kommst bei diesen Sprüngen nicht mal halb so hoch wie sie. Das ist ja an sich auch nicht taktisch klug, hochzuspringen. Also wenn ich ein schnelles Rennen fahren will, versuche ich möglichst nicht Kilometer in die Luft zu jagen, weil ich in der Zeit verliere, die ich auf dem Boden verbringen könnte. Mit Beschleunigen. Also an sich sind ihre Mädchen also alle dämlich, wenn es zum Offroad-Fahren angeht. Ja, geil. Alles Idioten. Das war's für dich. Der Panamera ist halt echt okay. Meine Fresse geht da voran, ey. Und ich wünsche mir beim neuen Need for Speed, obwohl haben sie wieder drin, dass du eine Rundenanzahl hast. Also wenn es ein Rennen, was ein Rundkursrennen ist, dass es nicht gezählt wird wie ein Sprintrennen. Weil du hast ja oben immer bei diesem Rundkursrennen trotzdem eine Kilometeranzeige, hast keine Rundenanzahl und weißt nicht, wie viele Runden du noch hast. Ist aber hier jetzt Gott sei Dank wieder anders. Weil das hat mich damals echt schon immer abgefuckt, dass ich einfach hier die Runden gefahren bin. Da wird es mir angezeigt, immer kurz nach Rundenschluss, aber nicht während des Rennens, oben, wo es eigentlich hingehört. Aber na, lass mal das mal. So. Und dann haben wir schon mal. Ah ne, oben links wird angezeigt. Oh, vergesst das. Ich sehe es gerade. Mein Fehler. Okay, es wird bei Heat auch wieder prägnanter angezeigt. Ich habe es vergessen. Ich bin wieder blind gewesen. Mal wieder 1A. Sehr gut. Er ist trotzdem bei Heat besser gelöst. So. Irgendwie sich gerade noch so Scheiße retten, dass wir Mist labern. So. So gefällt mir das. Da haben wir. Den Coin haben wir auch mal mitgenommen, einfach mal, weil wenn er gerade hier so wunderschön im Bild hängt. Ah, mit dem Panamera ist es richtig entspannt zu fahren. Der geht Offroad-Wesen ein bisschen voran. Die meisten Offroader in dem Spiel fühlen sich echt anders, als würdest du in der Wand fahren. Der hat ein bisschen sowas wie Elan und Geschwindigkeit. Das ist ganz angenehm, ey. Ein bisschen schnell. So, eine Runde noch. So, eine Runde noch. Okay, Mac zitiert mich, das finde ich schön. So ähnlich sind wir uns schon, dass Mac Zitate von mir bringt. Das ist sympathisch. Auf jeden Fall. Sehr gut, so, come on. Ja, was die Reflexionen und so bei Heat angeht, das war noch nicht final. Also wir haben noch mal eine spätere Version ja gesehen, Behind the Doors. Da sah das Ganze ein wenig noch mal hübscher aus, würde ich sagen. Da waren die Reflexionen ein wenig sachter, sinnvoller angebracht. Alter, ich überrunde die Leute. Was geht hier ab? Was ist da los? Frage ich, was da los? Ich hätte fast überrundet. Ich bin sehr stolz auf mich. Wow, das war krass. So, wieder eine Speedkarte. Wieder Level 10, das ist sehr gut. Die Karre levelt dadurch schön ab. Ja, und das erste Event
damit abgeschlossen. Yay, weil es war direkt ein Doppel-Event. Fängt richtig gut direkt nochmal an. So. Ich dachte nicht, dass jemand, der aus Silver Rock verjagt wurde, so viel Biss hat. Das war wirklich schade. Ich hatte gehofft, dass jemand... Das habe ich noch nicht gekauft, scheiße Idiot. Hm, magst du das Haus etwa nicht? Es besteht aus Quinoa-fressenden Riesenarschlöchern, die jegliche Freiheit ersticken. Ich schätze, das heißt nein. Kluger Junge. Okay, weiter. Okay, wir kaufen das Haus jetzt erstmal kurz, dann habe ich das Wesen da unten mal. Ja, ich wundere mich auch, dass der Panamera schnell ist, dass jeder richtige Offroader im Spiel. Wir haben ja Raptor und sonst was drin. Und der Panamera wird da irgendwo im Boden. Das ist halt so was von der komplett nicht der Realität. Weil ich habe noch keinen gesehen, der einen Panamera zum Offroader umgebaut hat. Ich finde den Diffuser sehr geil, den sie für den Panamera designt haben. Der sieht leicht sexy aus, muss ich sagen. Der ist formtechnisch sehr gut geworden. Da hat sich der Designer Mühe gegeben. Das passt sehr gut zum Heck. Das muntert mir. So, einmal kurz die Hütte hier noch kaufen. Die haben wir nämlich noch nicht. Auch mal im Eigenbedarf haben. Da können wir uns in Zukunft hier mal hinporten. Das ist ein bisschen angenehmer. Hallo, ich würde die gerne kaufen. Kaufen, ja. So, zum Rennen. Ach, stimmt, das ist hier ganz hier unten. Ja gut, muss ich kurz einmal hier rum. Dann hier runter. Ich habe so viele Tokens, weil ich meinen Spielstand resettet habe. Und dadurch bekommst du das alles geschenkt, weil du kannst es ja theoretisch mit Echtgeld gekauft haben und die wollen dir natürlich nicht dein echtes Geld wegnehmen. Das ist voll da unten. Ich weiß nicht, warum ich wieder zurückrolle. Ich raff's nicht. Manchmal habe ich so meine Momente. So. Da wollen wir mal. Nächstes Offroad-Rennen. 3 Meter ohne Unterbrechung. Ja, kriegen wir hin. Offroad ist das gar kein Thema, aber du fährst eigentlich konsequent immer quer. Das klingt, als glaubst du nicht an mich. Ach, wirklich? Jetzt geht's rund. So, schönes 8-Kilometer-Rennen. Ford Shepard schon. Haufenweise, die Mädels bringen sich gegenseitig selber um. Es ist auf jeden Fall eine interessante Truppe von Offroad-fahrenden Frauen. Okay, sie haben sich alle gemeinsam umgebracht. Das war ein kompletter gemeinsamer Suizid. Sympathisch. Ich weiß auch nicht, wer bei der Entwicklung bei Ghost Games saß. So, haben wir schon genug Frauen im Spiel? Ja, so eine der Hauptcharaktere ist eine der Bösewichtin ist eine. Wie wär's, wenn wir eine komplette Renntruppe nur um Frauen machen? Und dann auch noch Femme nehmen, was so nach Feministen als A klingt. Also ich verstehe es schon, ich finde die Idee auch cool. Und die fahren ja auch geile Karren und allen Büro. Aber es hat irgendwie so eine Klischeekiste gegeben, so, wir müssen doch irgendwas machen, dass unser Spiel besser wirken lässt. Das wäre so, als wenn ein Indianerstamm jetzt mit Autos fahren würde. Ja, wir sind die Indianerstamm, wir sind die Apachen. 207 und fahren alle Rennen. Gemeinsam. Für ein freieres Amerika. Das waren sicher dieselben, die für Ghostbusters Frauen genommen haben. Ja, deswegen habe ich den Ghostbusters-Film noch nicht geguckt. Er kann auch so gut sein, wie er lustig ist. Ghostbusters mit Frauen funktioniert für mich nicht. Das ist nicht frauenfeindlich oder sonstigen. Ghostbusters sind für mich Typen. Fertig. Das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Frauen mag, sondern dass es irgendwie nicht passt. Und man nicht einfach eine total tolle Filmserie nimmt und kaputt macht damit. Ghostbusters 1 Betreiber, super. Ah, fuck, Felsen. Nein, hallo, Spiel. Hallo, lass mich wieder fahren. Ja, heute noch. Oh, fuck. Und was bei dem Offroad-Handling hier auch bescheuert ist, dass du neben Schotterstraßen im Offroad-Bereich langsamer wirst. Ich fahre einen Offroader, den sollte es wenig jucken, aber jetzt ein Busch in die Fresse kriegt oder ein Staubkorn. Ich muss jetzt überholen. Ja, eine der Hauptdarstellerinnen von dem Ghostbusters-Film, ich weiß nicht, das klingt jetzt fies, aber die Dicke. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ja, die ist auch so eine Comedy-Tante da und ich kann die sowieso schon nicht ab, weil das halt immer dieser totale Trash-Humor ist. So Adam Sandler-Niveau. Und Adam Sandler ist auch schon schwierig. Also den kannst du dir mal angucken. Reicht ja nach dem Film auch, weil sonst echt die Gehirnzellen absterben im selben Moment. Und die ist halt vom Humor in derselben Schiene. Deswegen leicht schwierig für mich. Ich habe das Rennen wegen einem Felsen verkackt. Oh, das kann jetzt nicht sein, dass ein Fels mir das Rennen jetzt schon wieder versaut.
ich liebe Offrotten im Spiel. Ich habe den neuen Rambo-Film gesehen. Nee, ich habe auch noch keinen Rambo-Film vorher gesehen. Also ich kenne Rambo nur vom Hören sagen. Ich habe keinen Rambo-Film geschaut. Was hat Lukas gegen Adam Sandler? Sehr vieles. Showtime! Hilfe! Die Klasse neben mir! Warum fahren die eigentlich alle konsequent nach rechts, Alter? Was ist denn los mit der KI in dem Moment? Wir müssten da gerade ausspringen, ne? Rechtskurve, jetzt! Ja, ich habe sehr vieles gegen Adam Sandler, aber nichts Wirksames. Das ist sehr gut. So Filme wie Lincoln Link mit so an, so kann man sich mal anschauen. Ich finde die auch nicht komplett scheiße, aber die sind halt... Ich habe bei Adam Sandler Filmen irgendwie immer übelst ein Fremdschamgefühl. Ich fühle mich sehr unwohl bei den Witzen immer. Ich weiß nicht warum. Und ich mache ja selbst echt Gags, die teilweise echt hart an der Grenze sind, aber ich weiß nicht, ich fühle mich dabei selber nicht unwohl. Ich mache die halt und denke mir so, ja, das ist schon okay, was ich da gerade gesagt habe. Bei Adam Sandler denke ich mir das halt auch, dass ich das denke, aber ist halt auf Kosten anderer Leute. War schon wieder scheiße. Ey, 3 Meter Drift am Stück ist gar nicht mal so einfach, merke ich gerade. Da drauf geschissen. Au, au. Oh, dieses Offroad-Handling, ich werde wahnsinnig. Ich hasse Offroad. Auf Skala 1 von 10. Wie gut glaubst du, wird es noch in die Post? 8. Ne? Schöne 8. Während ich gerade von dem Focus RS komplett ins Nirvana gedrückt wurde. Ich glaube, perfekt wird es noch nicht. Da haben wir noch ein bisschen Spiel zu, aber 8 würde ich schon. Gib Gas, Mac, hol dir die Führung! So, ich bin diesmal an keinem Felsen festgehangen. Bitte gönnt mir den Sieg. Geht das hier wieder weg? Ach, Karre, jetzt hör doch auf, ins Nirvana zu rutschen ohne Gründe. Mann, ey. So, bitte warten Sie jetzt da vorne, ich sieh's sogar, ich bin sogar höflich heute. Lassen Sie mich das Rennen gewinnen, dankeschön. So, der Tunnel ist auch designt aus der Hölle, weil wer solche Kurven in den Tunnel reinbaut mit dem Handling-System, der hatte wirklich Spaß daran, den Spieler richtig hart auf den Sack zu gehen. Mission erfolgreich. Ich verliere das schon wieder. Alter, ich werde nicht mehr. Es kann doch nicht sein, dass einer der KI-Fahrer immer meint, da vorne komplett auszurasten. Neustart. Ja, der Monster ist ein sehr früher Sub, also nicht Sub, Abonnent, Pipapo, ich kenne ihn schon Ewigkeiten noch aus Seiten, wo ich damals meinte, eine Webseite haben zu müssen. Der ist daher immer noch Mod. Ich habe ihm das nie weggenommen und ich vertraue ihm auch noch, dass er weiterhin nicht damit scheiße war. Deswegen alles cool. Ja, ist er. In der vergangenen Zeit, damals als es noch cool war, eine Website zu haben und es irgendwie sinnvoll klang. Eigentlich ist das totaler Quatsch. Such Nummer 3, weil das so viel Spaß macht. Und ich springe in die Straße. Bitte reset mich nicht. Bitte reset mich nicht! Oh, er hat gleich den Schotterweg berührt. Das könnte Schwierigkeiten geben. Wir sollten ihn resetten. Stimmt, Minecraft Teamspeak, alle sehr. Stimmt, war über Zeppo aus dem war das damals? Ich glaube, ja, ne? Ja, alles, was mit denen zu tun hat, wovon ich keinen Plan hatte. So. Das umschreibt es am besten. Das nehmen wir einfach als Umschreibung. Die Aussage heißt ja nicht, dass wir vor ihr ankommen. Die Aussage, wir sehen uns im Ziel, kann auch sein, dass wir gleich nachher ankommen und dann sagen, ja, hi, ich habe ja gesagt, wir sehen uns. Das ist keine positive Einstellung. Liebe Kamera, könntest du vielleicht mal so bleiben, dass ich keine Zuckung kriege im Auge? Mann, ey. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Wackeldackel mit der Kamera die ganze Zeit wippen, ey.
Das macht keinen Spaß, das fährt sich absolut scheiße, das ist Spiel. Du dumme Hurenkarre, ey, ehrlich jetzt mal, das Handling ist doch vollkommen wie die Tonne, meine Fresse, ey. Ich reg mich hier normalerweise echt nicht auf, aber wenn so ein Auto teilweise einfach macht, worauf es gerade lustig ist, ohne dass ich den Lenkimpuls dafür gegeben habe, wäre ich gleich wahnsinnig. Hallo, jetzt fahr doch mal geradeaus, ich lenk doch nicht mal mehr. Mann, ey. Oh, Junge, fahr geradeaus jetzt. Ey, anderes Auto braucht keinen Sinn. Alle anderen Autos sind leider langsamer als der Panamera. Hier gab's eine perfekte Abkürzung, warum sich die jetzt. Ja. Erst weil da eine Mauer ist. Oh. Meine Fresse, ey, das gibt es nicht. Wie kann sich ein Stück Auto so scheiße fahren? Versuch Nummer 4. Ich werd echt. Ich hau irgendwas noch zu Klump gleich. Der Stream wäre wie am letzten Mal. Ich sehe es auch kommen. Ja, das war's dann im Stream. Ich hau jetzt gleich irgendwas kaputt hier. Ist schön jetzt. Ich hab gedacht, wir kommen mit dem Kapitel durch im heutigen Stream. Ich sehe das echt nicht so kommen gerade. Dann gewinn ich mal. Ich struggle nicht mit Baum, Mäulen und Stein. Ich struggle mit dem Handling. Was mit dem Bauern. Baumen. Bäume, nicht Bauern. Ich schmeiß nicht die Bauern rein. Die armen Bauern. Bäume, Mauern und Steine reinwirft. So, wir führen wieder. Das ist aber dafür der Sprung kein Wunder, weil die KI halt grundsätzlich meint, komplett auszufallen. Mir sitzt das Headset gerade scheiße. An sich ist unser Wagen nämlich nicht zu lang. Wir haben eigentlich echt gut Bums in der Kiste. Aber die Abkürzung, da muss ich trotzdem nehmen. Ich muss dann nur rechts lenken. Ich dachte, es geht geradeaus weiter. Bin dann an der Frontteil gegen eine Mauer gezimmert. Try and Error, liebe Leute. Try and Error. So sollte eigentlich mir nicht funktionieren. Oh, die Leute langweilt die Strecke. Ja, das tut mir leid. Mein Beileid. Ich mache das auch absichtlich. Scheiße fahren. Erster Platz, hier gehöre ich hin. Ja, Mac, das können wir gerne das Rennen über bitte mal so behalten, die Einstellung. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Auch die Zuschauer würden, glaube ich, einen Freudentanz machen, der ähnlich aussieht wie den Namentanzen bei der Waldorfschule. Aber ist okay. Ich ziehe ja nicht mal die Handbremse, ich drücke ja wirklich nur die Bremse und der Karre macht gefühlt 90 Grad Wende, ey, das ist der Wahnsinn. Bitte verpiss dich. Gönn mir den Sieg. Mach nicht diesen, bitte. Oh nein, 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 nicht springen. Bleib auf dem Boden. Mann, ey. Kleine Kackkarre. Wow, wow, Frame Drops, hallo. Wow, Stein in der Mitte, Stein in der Kü- oh. Kannst du keinem erzählen, was hier passiert, ey. Das glaubt mir keiner. Die hat mich alle für bescheuert. Fahr an dem Stein jetzt vorbei. Ich hau sonst wen kaputt hier. Lenk ein, lenk ein, lenk ein, lenk ein, lenk ein, lenk ein. Jetzt Gas, 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 da können Gegner kommen. Mach keine Faxen, überhol mich jetzt noch, glaub mir. Ich lösche dich aus dem Quellcode des Spiels. Das möchtest du nicht. Verschwindest für immer. Komm jetzt von der Meere, jetzt geht doch mal ein bisschen voran, ey. So, nach 4 Versuchen hat es dann auch mal geklappt. Hat ja Gott sei Dank gar nicht lang gedauert. Meine Fresse, ey. Stufe 11 Teil, ja gut, das lohnt sich ja zumindest. Ja, 2 von 5. Ja, kommen noch 3 weitere. Wuhuhu, das wird ja. Ah, best Events des Spiels. Total tolles Game inhalt. Super. Gameplay läuft richtig gut. Immer wieder gerne. Da habe ich richtig Bock drauf. Beste, wo gibt. Auch wenn es ein Schluck Energy. Ein kurzer wäre eigentlich besser, aber ein Energy kann ich auch mitnehmen. Aber denkst du echt, ein paar akzeptable Sprünge beeindrucken mich? Und was genau wäre nötig, um dich zu beeindrucken? Zunächst einmal. Frage so richtig? Ah, fuck, ich hätte von hier weiterfahren sollen. Jetzt fahre ich voll den Umweg. Ach, Mann, hey. Falls du nicht zu viel. Egal. Fordere sie doch als nächstes.
Ich hab wieder vergessen, dass ich scheiß Brücke. Weil man erkennt hier auf dieser Map halt nicht, was oben ist und was unten. Dass man hier nicht direkt runter kann, erkennt man auf dieser Map einfach nicht. Man erkennt nicht, ob es Kreuzungen sind oder ob das eine Brücke ist. Das ist total dummes Map-Design. Kurzer Hinweis, hat Ghost Games erkannt, ist bei Heat geändert worden. Haben sie uns im Interview, als wir mit denen im Behind-Closed-Door-Raum gesagt haben, erzählt. Unser Map-Design war scheiße. Ja, es hat nicht unbedingt geholfen, den Weg schneller zu finden. Das Navi war schon teilweise sehr notwendig, weil die Spieler sonst einfach gegen Wette gefahren werden. Der Reifenkümmer hat keinen Sinn, das ist eine optische Sache. Das ist so, als wenn du einen Heckdiffuser dran baust. Der hat in dem Spiel auch keinen Sinn, sieht auch nur gut aus. In dem Fall dürft ihr alle Kanne einfach sehren lassen. So, Wende. Könnt ihr jetzt mal, hallo? Gehen Sie bitte von meiner Karre weg, das schleift. Ey! Komm, lass einen Coin, den nehmen wir jetzt einmal mit aus Prinzip. Okay, machen wir doch nicht, vergesst es. Wer lass den Coin sein. Canyon-Keilerei. Oh, glaubt mir, wenn das hier so weitergeht, gibt's hier noch eine Keilerei. Das schwöre ich euch, das ist gar nicht mal so weit abwegig, das Wort gerade. Drift 3000 Meter, ja, easy. Hütter, jetzt rennen so 2000 Meter lang, versuch's mal. Auf einer so verdammt engen Strecke können wir nicht mit der ganzen Crew fahren. Willst du zeigen, dass du kein Blender bist? Dann tritt an und lass dich fertig machen. Wir können nicht mit der ganzen Crew fahren, ja, wir lassen einen weg. Wow. Ah, jetzt kann ich den Coin doch mitnehmen, ja, ist doch schön. Man muss es positiv sehen, so. Ich sehe nichts mehr, hallo, es ist ein bisschen viel Staub in der Luft, meine Fresse, Alter, was ist denn hier los? Need for Speed Payback ist Blindflug, scheiße, man fährt überall gegen. Ich schaffe das auch ohne Staub, aber mit Staub wird es einfacher. Dann fahren wir außen rum. Bräuchte mir Nitro dringend. Hallo, lenken, warum fährst du denn wo plötzlich geradeaus wegen der Bodenwelle? Das ist doch, so funktioniert lenken nicht. Jetzt wenn du in echt so eine Kurve fährst, zack, Bodenwelle, Karre lenkt geradeaus. Warum? Das macht gar keinen Sinn. Was würde denn sonst wie viele Tote in der Realität fördern? Oh, fahren wir jetzt wieder rechts kurz, zack, Bodenwelle. Okay, ich fahre gegen die Wand, scheiß drauf. Also bei richtig krassen Bodenwellen ja, weil die Karre dann abhebt, aber nicht, weil du plötzlich die Lenkung verstellst. Ich sehe halt einfach nicht, wo ich hinfahre. Hey, der erste Platz ist für mich reserviert. Ich fahre wieder gegen irgendwelche Felsen gerade. Ich werde einfach nur Staub der Vordermänner. Vorderfrauen. Der Vorderfrauen fahre. Hab ich mal, dankeschön. Panamera, geradeaus fahren, danke. Du fährst noch Honda Civic Type R, das ist offiziell Offroad-Gebiet. Ich fahre in Panamera, was macht wohl mehr Sinn? Also du kennst von den beiden auch richtig, aber... Ich hab zumindest Allrad. Ah, fuck. Ja, meine ich, hau ab jetzt. Ich bin einfach so gut. Mac gibt sich das Kompliment dafür, dass er gerade eine Frau die Klippe runtergeschubst hat, dass er viel zu gut ist. Ja, das ist jetzt Ansichtssache, ob man das moralisch vertreten kann. Mac hat damit anscheinend nicht so ein großes Thema wie ich. Also ich meine, die ist gerade schon gestorben. Das ist schwierig zu begründen, warum das okay ist. Nein, nicht abkürzen. Sie überholen mich jetzt hier nicht. Hallo, 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 hallo. Lizzie, du dumme... Nein! Nein! Ich sagte nein! Fick dich! Los, weg da! Jetzt hier nicht mehr überholt. Jetzt ist aber mal Zappen-Duster, Alter. Von 9 Meter vor Ziel macht jetzt hier keiner noch irgendwelche Angriffe. Wo kommt man denn da hin, ey? Genau, dass ich jedes Rennen zweimal 1000 Mal neu starte. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Die Motivation ist dafür richtig weit oben. So. Sie freut sich drüber. Eine ihrer Mitfahrerinnen getötet, die andere rumgedreht, gegen Schwein geschmissen. Ja, also ich bin nicht echt ein sympathischer Kerl anscheinend. So, da waren es noch zwei. Und das Finale gegen sie, was total super ist, weil es die scheiß Klippen runtergeht und gefühlt man alle zwei Meter abstürzen kann. Das wird super. Das macht nämlich am meisten Spaß, nicht? So, weiter geht's. Wann hörst du auf, mich Showman zu nennen?
Ich habe bewiesen, was ich drauf habe. Das ist ja trotzdem nicht verkehrt. Ich muss mal ein bisschen gerade mehr. Nee, ich muss in die andere Richtung setzen. Ich setze falsch. Jetzt setze ich mittiger. Denk drüber nach. Aber jetzt gehen erstmal die Prüfungen weiter. Du schlägst dich gut, aber ich will sehen, was du noch kannst. Treffpunkt am Plateau. Zeit los. Yes, Sir. Spalte die Begeisterung. Der hat richtig Bock, habe ich gehört. Der hat richtig Bock. Einfach mal da hoch. Ja, noch zwei Rennen, dann ist Offroad Scheiß zumindest erstmal kurz vorbei. Rock'n'Roll, so. So, gucken wir mal. Ja, neuen Racer tun wir, glaube ich, nach der Mission mit Jess, weil da schalten wir nochmal neue Fahrzeuge frei. Dann lohnt sich das richtig, weil dann habe ich eine bessere Übersicht, was ich mir als nächstes hole. Warum nennst du mich Showman? Zack, ersten Satz in der Brüllt im Rennen. Showtime! Ja, ich wüsste auch nicht, welchen Nickname ich geben könnte. Hilfe, G-Klasse! Verpiss dich doch jetzt! Mann, ey! Eine Minute führen. Ich weiß nicht, wie ich auf die Schnapsidee gekommen ist, die Sache anzunehmen. Hätte ich mal direkt schon ablehnen sollen. Gerade Sechster, das spricht nicht für mein fahrerisches Können. Ach Mann, Alter, ich werd wahnsinnig, dass die KI sich meint, die ganze Zeit selbstmordmäßig vor mich zu werfen. Versuch Nummer 2. Hat nur 3 Kurven gebraucht, bis ich neu gestartet habe. Neuer Rekord. Alter, KI! Ja, Hilfe! Jetzt ist doch mal gut, hier beruhigt mich doch mal! Mein Gott, ey! So, läuft doch. Dankeschön. Die Coins haben auch eine Hitbox, die aus der Tonne ist. Also, wenn sie solche Sachen nochmal reinpacken, solche Collectibles, dann bitte ein bisschen mehr Spielraum den Spieler bieten und nicht exakt so groß wie der Coin ist. Das ist teilweise echt ein bisschen frustrierend. Aua, hallo, hallo. Beruhigen wir uns, danke. Oh shit, natürlich springe ich in die Wohnwagen. Gott sei Dank setze ich das Spiel hier unten hin und nicht wieder nach oben. Ich habe schon das Gefühl gehabt, ich werde da oben gleich gesettet. Ist mit ihrem scheiß E30 aber auch so kacke schnell, ne? Das ist der Wahnsinn, ey. Ich habe immer den E30 an der Backe. Hau doch jetzt ab, Mensch! Nö! Hoppala, okay, ich hab Diana gerade getötet. Naja, hoppala. Wer kann damit rechnen, wenn ich hier umdrehe, dass sie direkt auf dem Dach landet? Hopsa. Naja, gut. Jetzt bloß kein Mist. Nee, kein Mist bauen. Wir haben uns vorher sehr gut verhalten. Absolut. Wie ein wahrer Gentleman. Nein, nee. Oh, ist dann kein Neupack hängen. So, ein Rennen noch, dann haben wir gleich noch Offroad-Scheiß, das haben wir heute beendet. Da bin ich sehr froh drüber, muss ich sagen. Yeehaw! Jetzt kommt der mit Yeehaw. Okay, deren Zitat finde ich jetzt sehr, sehr gut. Ich hätte genau dieselbe Antwort gegeben. Ich stream noch bis 18 Uhr ungefähr. Also ich denke mal, bis wir das Kapitel durch haben. Wir werden jetzt gleich noch die Jazz-Sachen machen und dann die Kapitel-Mission. Und ich glaube, dann sind wir durch für heute. Ich denke mal, das sollte ganz gut laufen.
Ich weiß es, warum ihr hier draußen seid. Ihr seid irre, vollkommen verrückt. Ja, richtig. Ihr macht das, weil alles andere langweilig wäre. Nee, das ist es nicht. Weil vollkommen verrückt, nicht alles langweilig. Vollkommen verrückt trifft eher. Muss nicht langweilig sein. Wie geht es denn bei Rennen, wenn ich so einen Kampf nerven? Naja, wir würden das schon so. Nicht. Ich fange gerade an, dich zu mögen. Okay, du hast es dir verdient. Die letzte Bitte. Ach, 82er Score, 8 drauf geschissen. Geben wir trotzdem. Ich kann hinkommen. In dem Moment stehe ich da schon. Ich kann da hinkommen. Du stehst schon da. Ich weiß, aber ich könnte auch hinkommen, wenn du wolltest. Du bist am Airfield. Dann sei vor Sonnenaufgang beim Observatory. Wird da sein. Zeig, was du kannst. Ich starte in derselben Entfernung auf der anderen Berg. Aber fahre ich die Straße einfach am besten? Ja, ich fahre die Straße am besten. Und vergeude nicht meine Zeit. Genau, wir fahren nämlich vom Observatory runter und dann das Rennen, was total toll ist, weil die Straße eng ist und Klippen hat und das Spiel einen alle 2 Sekunden gefühlt resettet. Das ist total super. Total beste Mission des Spiels. EO West. Ich fahr schön die Straße, weil Offroad-Wege, wie gesagt, kann der Offroader. Wenn du aber normal Offroad fährst, verlierst du übelst Zeit. Deswegen fahren wir wunderschön Asphalt mit unserem Offroader, was absolut technisch gar keinen Sinn macht, weil dafür hätten wir einen Aufbau müssen, aber naja. Darum geht's jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum wir keine Musik mehr haben. Das Spiel möchte gerade diese Untermalung möglichst leer und karg darstellen. Auf dem besten Weg dazu. Wir haben gerade auf einer Bodenwelle auf einer Straße aufgesetzt, mit einem Offroader. Wie kann das technisch möglich sein? Fahre ich jetzt nicht komplett scheiße eigentlich? Ich kann auch ein bisschen hier rechts abgriffen, theoretisch. Okay, war nicht so gut. Hätten wir nicht machen sollen. Wiederhole, nicht machen sollen. Scheiße. Nicht resetten! Au. Oh Mann, ich fahre eine Scheiße zusammen, ey. Warum sind überall Felsen, wo ich hinfahre? Das kann doch gar nicht sein, ey. Was ist das denn? Oh, Map-Design, ey, aus der Hölle. Wo ist eigentlich die Musik hin? Ich fühle mich gerade echt ein bisschen einsam hier. Was ist das denn, ey? Geht euch mit dem Motoren zusammen auf den Sack. Ja, Ghost Games hat wirklich wenig Budget für ein EA-Studio. Die sind relativ klein. Ghost Games ist für ein EA-Studio oder für ein großes AAA-Entwicklerstudio extrem klein. Im Verhältnis zu insbesondere Playground Games ist massiv weniger. Schaffen wir hier locker, hoffe ich. Hoffe ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher nach meinen 20.000 Unfällen. Will ich diese Mission nicht neu starten oder die Karre dafür aufbauen, weil da muss ich die ganze Scheiße jetzt nochmal machen. Dreh dich doch jetzt nicht an den Felsen um. Das wird echtzeitig doch gar nicht mal so sicher, wie ich es mir dachte. Scheiße. So, die Straße fahren wir gleich mit ihr zusammen runter. Ihr seht schon, es ist so schon eng und ich habe so schon Probleme, mich hier nicht in den Selbstzug zu stürzen. Ist als Rennen dementsprechend schwierig. Der DJ ist schon zu Hause, ich glaube, der hat echt Feierabend gemacht. Der DJ hat keinen Bock mehr heute. Ich kann ihn verstehen. Habe ich dann auch mal geschafft, eine absolute Scheißzeit, egal. So, Range zu 60 km/h. Ich habe keine Ahnung, ob der Panamera das schafft. Wir nehmen es einfach mal mit. Energy da nochmal drauf, Finalrennen. Kopf an Kopf, du gegen mich. Mach dich bereit, gegen diesen Showman zu verlieren. Mimip, ich bin auch so auf die Hupe gekommen. Erstmal Hupen zum Start. Ich muss ja theoretisch nur einmal hier irgendwo runterschmeißen. Hat sich das mit ihrem René eh schon erledigt oder nicht? Oder sie schmeißt dich selber runter. Lassen wir das, ich brauch's nicht runterwerfen. Bei den Canyons die Augen auf. Da sind zwei meiner Lieblingssprünge. Naja, einer von ihnen. Der andere, sagen wir einfach, den hat noch kein Wagen überstanden. Warum packt man den dann in den Rennen, wenn man sagt, jedes Auto, was ich da drüber schicke, ist danach vollkommen total Schaden? Ihres inbegriffen. Keine Ahnung, ich raff die Frau nicht, egal. Felsen, Wand, Felsen. Oh.
du hinfällst. Schnauze, Showman. Ich krieg dich schon. Ich glaube, ich werde es einfach jedes Mal, wenn sie neben mir ist, einfach rammen. Ich glaube, meine Wut an den Off- und Rennen lasse ich an ihr aus. Das klingt fair. Das werden sie, wenn ich mich fahren soll. Solange, das ist natürlich in Ruhe, aber im Fall dessen wird dann leider nach rechts oder links gezogen. Ich hätte fast einen Kotflügel verloren. Ich habe mir die Aufhängung ruiniert. Das ist wahres Racing. Nein, wahres Racing besteht nicht darin, sein Auto komplett zu demolieren und auseinanderzureißen. Was ist das denn für eine Aussage? Das ist wahres Racing. Ey, mein Auto ist im Arsch. Mein Motor brennt. Das ist echtes Racing. Fuck, falsch gefahren. Boah, ein Fehler. Ich habe den Checkpoint nicht beachtet. Ich bin voll einfach weitergeballert. Viel Spaß hatte ich bei einem Rennen schon ewig nicht mehr. Dämlich. Ah, sie hat einen Unfall gebaut. Vergesst das, alles gut. Weil die Dinge hier nämlich alle massiv sind. Ach ja, komm weiter. Reset mich jetzt bloß. Warum resettest du mich? Ich bin doch auf den Reifen gelandet. Es gab ja nicht mal einen Weg, um mich zu resetten. Ich bin doch weitergefahren. Nein. Verpiss dich. Ich bin schon lange niemandem mehr begegnet, der das Haus so sehr verärgert hat, dass er aus der Stadt gejagt wurde. Was soll ich sagen? Wir machen eben keine halben Sachen. Heißt das, ihr wollt uns zum Fall bringen? So sieht's aus. Die Aussicht hier oben ist spitze. Gewöhn dich nicht dran. Hä? Welche Aussicht hier auf? Ach, hier vorne meint er. Ich hab schon wieder hier oben. Lukas, du reißt euch runter als Reset. Okay. Danke, fick du dich auch. Nett von dir. Holy shit! Alter Sprung. Ja, voll von Webber getroffen. Ey, kusch dich jetzt. Nee, 260 schafft mein Webber nicht. Also vielleicht, aber mit sehr viel Biegen und Brechen. Ein paar neben mich. Ich drücke den nächsten Betonpfeiler. So, die Kurven liegen schon mal ganz gut. 3,4 Kilometer haben wir noch. Ah, sie hat einen Unfall gebaut. Ach, sehr gut. Sehr gut. Das rettet mir den Arsch. Sehr, sehr schön. Hier läuft die Zeit davon. Dann sollten wir es jetzt eigentlich nach Hause holen. Dann sollten wir das jetzt eigentlich nach Hause holen können. Jetzt kommen die beiden großen Sprünge noch zum Ende, die ich hoffentlich nicht versemmeln, dann ist gut. Vorsichtig. Nö, keine Ahnung, wie das bisher kein Auto überlebt hat. Nö. Und kein Fahrer vor allem. Ich springe in die Felsen rein. Reset mich nicht. Hör doch auf mich zu resetten für sowas. Das macht doch nicht mal Sinn, Spiel. Boah, das Reset-System ist ja so komplett bescheuert. Gott sei Dank haben wir es trotzdem gewonnen. Aber das ist ja komplett. Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht ja Sinn, wenn du nicht mehr weiterfahren kannst, sondern nicht, wenn du fährst. Mann, ey. Aber wir haben es, wir haben sogar geschafft, der Geschwindigkeit. So. Offroad Abgang. Ich bin sehr froh drum. Sehr froh drum. So, jetzt gibt es erstmal wieder neue Autos. Was gibt es dafür? Gucken wir mal schnell. M4 GTS, ganz nice. Wäre als Racer auch interessant. M5. Und was gibt's noch? AMG GT. Ja gut, der reizt mich nie so sehr. Bin ich noch als Editor bei Twitch eingetragen? Ich weiß es gar nicht. Ja, yeah, was für ein unfassbares Rennen! Ich fühle mich lebendig und... Okay, beruhigt euch. Ihr seid ein Rennen gefahren. So ist es richtig. Genau das will ich sehen. Ihr werdet die Sache wirklich durchziehen, oder? Ja, werden wir. Na dann, viel Glück. Ja, viel Glück. Okay, super. Ja, schönen Tag noch. Ich fahre jetzt die Mission mit Jess, die Runner-Mission. Fangen wir zumindest mal an. Mal gucken, ob wir damit heute durchkommen. Ich weiß nicht, wie lange die nochmal waren. Gute Fahrt, Showman. Und denk dran, wenn du nicht den Todesangst auf Lenkrad umklammerst,
Im 5 als Runner? Könnten, okay, wisst ihr was? Wir bauen uns noch einen Runner auf. Komm, wir holen in den M5 als Runner. Machen wir, komm, draufgeschissen. Machen wir noch. Nochmals in den M5 als Runner, komm. Ja, das ist eine gute Idee. Da habt ihr sogar mal recht. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Den gönnen wir uns mal. So. Das ist nämlich ein schönes Kfz. Das kann man ruhig mal ein bisschen pimpen. Deswegen pimpen wir den mal schnell noch, komm. Haben wir da schon mal ein neues Fahrzeug? Racer brauchen wir noch einen neuen. Dann müssen wir mal gucken, was wir uns da holen. Aber jetzt machen wir erstmal den M5 kurz zu Jazz fertig. Erstmal legen wir ihn natürlich tiefer, wie sich das gehört. Farbe machen wir wieder schwarz-matt einfach. Da kann ich doch theoretisch das Design übernehmen, ne? Ja, sehr gut. Weil passt nämlich auch zu dem ganz gut. So, jetzt gucken wir mal. Was wir so Schönes mit dir anstellen. Oh ja, schön fette Einlässe. Wie gesagt, sehr unauffällig, ist wichtig. Mhm. Wir bleiben bei der Originalstoßstange, die ist leider schöner. Schwarze Scheinwerfer müssen natürlich rein. Ja, schwarze werden. Welche Lippe gibt es denn, die nicht komplett drüber ist? Die ist nicht komplett drüber. Die ist einfach, die ist schön dezent, die passt gut dazu. Oh, Performance Bar. Ja, die packen wir natürlich rein. Mehr Carbon ist immer gut. Warum legst du das? Warum legt das die Karre höher? Warum macht es das? Oh, ich hatte ganz vergessen, dass so übelst breite Kotflügel für dich. Oh. Ja, es ist ja eigentlich ein relativ zurückhaltendes Auto, aber ich finde halt leider Breitbau-Kotflügel zu geil, als dass mir das jetzt egal wäre. Dafür machen wir dann wenigstens Carbon-Spiegel einfach dran. Ich wusste gar nicht, dass man den so schön breit bauen konnte, hatte ich ganz vergessen. Ja, gibt's halt einen Breitbau-Runner, das ist ja auch okay. Schwarze Rückleuchten. So, einmal wieder das Kennzeichen akzeptieren. Rahmen bleibt ruhig schwarz. Da kommt zusätzliche Einlässe, gehen klar. UM-Performance Diffuser ist sehr sexy. Der ist aber auch sehr sexy. Hat mich erledigt, der ist noch sexier. Geil, der 5 kann man echt schön umbauen. Hatte ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt, dass er so dezent geile Teile vorhanden waren. Fällt mir gut. Schöne Lippe, nee. Nein. Ah, es gab einen kleinen Ducktail, sehr gut. Der Spoiler ist natürlich auch cool, aber der Ducktail ist natürlich ein Tacken schöner, passt ein bisschen besser. So, Felgen. Was fahren wir denn jetzt auf dem M5? Lukas, google nochmal den Begriff unauffällig. Du kennst meinen unauffällig nicht. Wir haben unterschiedliche Auffassungen von unauffällig. Das ist der Grund. Ich finde die Felgen leider auf M5 cool. Ich weiß nicht warum. Ich müsste jetzt damit leben, dass solche Felgen auf M5 ballern. Ich finde die leider cool. Das waren unterschiedliche, die ich jetzt draufgeballert habe. Nee, selber. Okay, alles gut. Reifen lassen wir so. Ich rische mal die Felgen dann schwarz einfach. Schwarz-matt. So ist cool. Das gefällt mir gut. Ja, das gefällt. Doch. Das gefällt mir sehr gut. Gut, wir haben unseren M5 fertig. Darf ich mal sagen, machen wir noch ein paar Runner-Missionen. Nicht mehr so viel. Ich weiß nicht, ob wir heute mit der Kapitelmission noch fertig kommen. Da müssen wir mal schauen, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Missionen Jess jetzt nochmal hatte. Je nachdem werden wir uns da entscheiden müssen. Aber, ja, wie gesagt. Wir fangen damit mal an. Wir gucken, wie weit wir sehr kommen. Und dann machen wir nächsten Stream weiter. Ich weiß nicht, ob wir morgen oder übermorgen streamen. Ich glaube, ich mal gucken, ob ich morgen nochmal schaffe wieder. Schick so, gefällt mir gut. Hey Jess, hier Rev. Mac muss was für mich anbieten. Och, ich geh mir nicht so auf den Sack, Alter. Sag ihm Bescheid, wenn du ihn siehst. Ist ein Bett vorne Chrom, hinten matt? Ne, er sieht nur so aus, oder? Keine Ahnung, was das Spiel gemacht hat. Ich geh jetzt nicht nochmal rein dafür. Aber ich finde es schön so. Ich finde echt geil den M5 so. Fällt mir gut. Böse, schwarz, breit. Und allzeit bereit, Schläge auszuteilen. Und dafür ist er ja gebaut. Ich würde sagen, ich habe kein fettes Design drauf. Ich hätte auch ein schönes Drift-Design draufballern können. Dann wäre er aber nicht mehr unauffällig. Ich sag's nur. Hallo, Racer. Hallo, Hydra. Da die Fresse. Tschüss.
Leistung brauchen wir nicht, der hat serienmäßig Übelleistung. Alter, ist der breit. Miller, Junge! Ich habe einen Job für dich. Gib du mir erstmal was, was mir weiterhilft. Ich bin hinter dem Boss des Haus her, dem Collector. Er führt weitere Tech, wie die in dem Königseck, ein. Bin ganz Ohr. Du stehst auf Navarros Liste. Das ist deine Chance, dich undercover umzusehen. Halt einfach die Augen offen und den Mund geschlossen. Glückwunsch, Miller. Du arbeitest jetzt für das Haus. Ich finde auch die Borken hat total langweilige Karre, muss man einfach mal sagen. Das muss man einfach mal so erwähnen. So. Ich pau mich einfach rum. Ich habe keinen Bock, durch die ganze Stadt zu eiern jetzt für die Mission. Wir nehmen den kürzesten Weg. Und das ist der kürzeste, eindeutig. So, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie viele Missionen die jetzt hat. Ich denke mal, das werden wir heute nicht mehr schaffen. Schauen wir mal. Wir schauen mal. Feines Land. So. Wir sind deutlich über den Punkten, die wir brauchen. 50 Punkte drüber. Ja, okay, das kriegen wir auch hin. Mit geschlossenem Mund laufen solche Jobs nicht. Ach, ach Gott, solche Jobs. Ach, fickt euch doch, Alter. Ihr seid doch wie Assis, ey. Navarro meinte schon, du redest nicht viel. Hier sind die Kohle und die Ziele. Und glaub nicht, du könntest mit dem Geld abhauen. Ich verfolge dich per GPS. Immer dieses Misstrauen. Ich finde es schade, dass man diese Bullbars nicht auswählen kann. Also als Mod, ja, ich weiß, wenn man das Spiel moddet, ja. Aber standardmäßig nicht. Dass es die Bullbars nicht standardmäßig als Teil gibt. Dann fahren wir dahin, dann fahren wir dahin. Ja, so, wir fahren die so rum ab, ja. Das klingt am meisten, macht am meisten Sinn. Hast du das Geld? Ja, bin unterwegs. Gut, halt die Augen offen und beeil dich. Wird gemacht. Das fliegen so sehr es geht mit dem M5. Jess! Hey, hast du was über diese Haustag? Ich arbeite dran. Uns läuft die Zeit davon, das Haus handelt schnell. Sowas dauert eben. Du wirst mir einfach vertrauen müssen, Ty. Tu ich doch, Jess. Nur eben dem Haus nicht. Schöne RWB haben sie da. Tolles Auto. Dein Bestechungsgeld. Nicht so laut, ja? Doch, genau so laut. Jetzt rede so laut, wie ich möchte. Miller? Alles klar? Wenn du so fragst, ich hätte total Lust auf einen Burger. Mit den Farben. Irgend so ein Mechaniker hat eine hübsche Summe bekommen. Das war Silver Rock führender Schwarzmarkttechniker. Er ist auf Hightech-Teile spezialisiert, die alle mit Straßenzulassung Jahre voraus. Welche Tech sie auch beschaffen, die House Racer werden sie bald. Diese ganzen Dialoge werden immer unterbrochen, weil du musst ja von Punkt zu Punkt fahren. Du musst ja in der Zeit dahin und derzeit kannst du die Dialoge gar nicht mehr zuhören, weil er so viel zu schnell da sein muss. Loses Mundwerk. Wie ist dein Name? Meine Eltern haben vergessen, mir einen zu schenken. So funktionieren Dialoge nicht, ohne danach komplett auf die Fresse zu kriegen. Ich sag's nur. Ich lieg noch gut in der Zeit. Hoffen wir es. Ich hab keine Ahnung. Ich kann's echt nicht einschätzen, ey. Das war Mitko Vasiljev. Tagsüber hochrangiger Diplomat. Nachts Street Racer. Wieso lässt sich ein ausländischer Funktionär vom Haus bestechen? Er leitet eine Drag Racing Liga namens Diamond Lock. Für das Geld manipuliert er Rennen. Geht es dir darum? Vasiljev ist unwichtig. Mir geht es um seinen Boss, den Collector. So, läuft ja ganz gut schon mal. Ich soll hier ein reiches Arschloch schmieren, bist du das? Wo ist das Geld? Klappe. Wow. Ich weiß nicht, wie die Frau es schafft, 5 Minuten in dieser Stadt zu überleben, ohne drauf zu gehen, aber ich sag's nur, na gut. Wir fahren erst hier hin und dann fahren wir zu einem anderen. Ja, macht am meisten Sinn jetzt. Prima, die Zeit passt. Ach komm, nicht wegdrehen. In 5. Ich finde diese Mission ultra langweilig. Klar, sie ist storytechnisch natürlich vorantreibend, aber ist so gameplay-technisch halt das Einfachste, was du machen kannst. Leute in der Zeit von A nach B heimern lassen. Guten Tag. Erstmal die Autos hingeworfen und den Polizisten getötet, aber danach schon mit ihm geredet, so muss es sein. Guten Tag, Officer Bradley. Nicht so vorlaut, Lady. Wo ist das Geld für die Zollbeamten? Hier, Ihre Donuts gehen aufs Haus.
Sie sagt guten Tag und er sagt nicht so vorlaut. Ja, ich finde auch, es ist die schlimmste Beleidigung, die man einem geben kann, dass man einen guten Tag wünscht. Das ist nämlich meist nicht ehrlich gemeint. Was soll das bitte? Morgen. Jess hier. Ich habe was Neues über das Haus. Die Tech, die sie einführen, muss durch den Zoll. Das heißt, sie kommt per Flugzeug. Wie sicher bist du dir? Ich habe gerade einen Kopf geschmiert. Okay. Aber wie freundlich der sagt, ich habe gerade einen Kopf geschmiert. Hui! So. Das war das Beste, was mir den ganzen Tag passiert, ist, dem Kopf Geld zu geben. Ja gut. Alles Supernova. Nette Karre. Du redest. Ein bisschen Dankbarkeit wäre nett. Geh mir aus den Augen. Sie ist angewidert davon, dass wir reden. Das ist die komische Sache, angewidert zu sein, wenn Leute reden. Aber okay, manchmal hat jeder sein Problem im Leben. Du redest. Ja, Entschuldigung. Nächstes Mal bin ich ruhig. Ah, 5 Missionen waren das. Ja gut, 1, 2 können wir noch machen. Den Rest werden wir dann bei dem nächsten Stream machen. Ich denke mal, das klingt nach einem guten Plan. Lady, du beeindruckst die richtige. Glaube ich zumindest mal. Also ja, wir werden jetzt noch 1, 2 machen und dann machen wir im nächsten Stream weiter. Wie gesagt, morgen oder übermorgen, ich weiß noch nicht wann. Wie klingt deine Flucht? Wann ich den nächsten Stream anschmeiße. Großartig. Das wollte ich hören. Ich schicke dir die Position. Aber dann geht es aber weiter mit Payback. Dann haben wir nämlich das als nächstes Kapitel abgeschlossen. Dann gibt es auch wieder wunderschöne neue Kfz. So sieht es nämlich aus. So, Flucht. Habe ich Bock drauf. Ziel 315 mit Nahrung. Ja, komm, wir gucken mal wenigstens mal drauf an. Das Geld ist ja egal. Wenn ich es verliere, ist schade. Wenn ich es gewinne, ist gut. So, dann flüchten wir mal. Bring mich hier weg! Jimmy! Na sowas! Was für eine nette Überraschung! Das Haus sagte, sie wollten nur reden, ich schwör's dir! Du mieser Verräter, arbeitest jetzt also für das Haus? Du etwa nicht? Du fährst meinen Fluchtwagen! Oh, richtig, guter Punkt! So, was? Du arbeitest für das Haus? Du doch gerade auch! Das ist richtig, ja, ich hab's vergessen, Entschuldigung! Oh, da habe ich aber zielgenau weggeworfen. Halleluja, da ging direkt gegen den Telefonmasten und ich auch. Hallo, Spiel. Moin, Jungs. Moin, Jungs. Ich bin hier links rum. Oh, wow, den hast du erwischt. Ja, es war kein Telefonmast, es war ein Werbeplakat-Dingsbumsen. Piepenpo, ihr wisst, was ich meine, Mann. Gegenverkehr. Zentrale an NM13, wo sind Sie gerade? In südlicher Richtung der Silver Canyon. Du hast dich null verändert. Sie nehmen ihn halb am Schuss. Du hast dich nicht verändert. Wir haben gerade jemanden getötet und einen Polizisten. Naja. Ihn doch lassen. Das war ein Test. Ich habe bestanden und wurde befördert. Klingt, als müsstest du mir dankbar sein. Übertreib's nicht, Jimmy. Geschieht ihm recht. Ah, shit. Da liegen Nagelbänder. Oh, Achtung, 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 ich sehe sie, da sind sie. Guten Tag. Wow, Hilfe. Ah, einer mit. Ah, nee. Killswitch lassen wir mal schön bleiben. Hau jetzt ab. Killswitch kommt, kann sich auch mal bitte verpissen. Oh, der ist weg. Einer weniger, weil die Killswitch machen mir ein bisschen Sorgen, weil die bremsen nicht aus. Die restlichen sind einfach nur nervig. Aber sind nicht eine große Gefahr. Die Killswitch fällt halt schon. Oh, Gegenverkehr. Oh, noch ein Killswitch. Aus dem Spiel zu nehmen, so. Oh, ist mal ein schönes Spiel, ne? Wie wetten wir heute denn? Bestätige flüchtige Person fährt Richtung Norden und nähert sich eher 437.
3,7 Kilometer haben wir noch. Alter! Der hat sich gerade komplett selbst umgebracht. Ich hab nicht mal was gemacht. Der ist mir 50 Mal selbst in die Karre gefahren. Tschüss. Leute, Alter! Das ist aber nicht die feine Art. Guten Tag. So, auf den Kirchenstuhl macht man wieder. Wenn er neben mir ist, kriegt er auf den Sack auf jeden Fall. Nein, 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 fuck, fuck, Motor aus, scheiße. Komm, 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 geh an, geh an, geh an, geh an, geh an. Oh. Okay, das war knapp, deswegen mag ich die ungern. Aber ich hab schon gesehen, ich hab mich ja gerammt, das hat ihn irgendwie nicht gejuckt. Ich verstehe nicht, wie man sich im Chat wegen dem Ausruf jetzt so lange aufregen kann. Da hätte man sonst keine Sorgen im Leben. Oh mein Gott, ey. Aus dem persönlichen Geschmack, wenn ich den so tune, tune ich den so. Dann muss man halt nicht zugucken, wenn einer zu sehr stört. Oh, Leute. So, komm schon. Ah, Einbahnauffall hat mir gefehlt. Scheiße, ich hab fast das Ding gewonnen sogar. Ich hätte fast sogar geschafft, aber Einbahnauffall hat mir gefehlt. Kacke, hab ich gar nicht drauf geachtet mehr. Aber ich hatte auch nicht wirklich die Zeit drauf zu achten. Sehr gut. Und ja, eine weitere Mission damit abgehakt. Wir haben noch nicht abgehakt. Wir müssen jetzt erstmal wegfahren wieder, schätze ich mal, ne? Das war's. Ich setz dich ab. Danke, Miller. Haben die jetzt mehrere Stunden im Auto verbracht, mitten in der Wüste, um die Leute... Ja, egal, lass mir das. Das letzte Mal. Ich verstehe. Wenn du mich nochmal anrufst, gehe ich nicht ran. Selbst wenn du stirbst und ich deiner Frau sagen soll, dass du sie liebst. Aber ich bin nicht verheiratet. Nie wieder. Verstehe. Was hast du in dem Casino gemacht? Warum fragst du mich? Das hier, ist das die Briefing, Jimmy? Oh. Das Casino verkauft mich ans Haus. Also sollte ich seinem Marktwert senken. Was stehlen, für Unruhe sorgen, den Gästen Angst machen. Um eine feindliche Übernahme vorzubereiten. Jungen, ist das gerade düster hier. So, da fahren wir jetzt noch kurz hin, schließen die Mission ab. Und dann geht es im nächsten Stream weiter. Dann machen wir die Mission nicht fertig und schließen auch das Kapitel nächstes Mal ab. Ich habe gedacht, wir hätten es heute noch geschafft, aber wir haben leider echt mit den Offroad-Missionen so ein bisschen lang gebraucht. Da haben wir echt ein bisschen lang gehakt, leider dran. Schade. Du bist echt ein Profi, Miller. Weißt du das? Ja, so bin ich. Total professionell. Hey, Jimmy, bleib sauber, ja? Gut, 3 Missionen haben wir noch. Wie gesagt, die machen wir in dem kommenden Stream, geben wir die an. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und ja, ich danke euch wieder fürs fleißige Einschalten. Hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht. Danke für den Support. War mir wieder eine Freude. Und wir sehen uns am nächsten Stream wieder, wie gesagt, morgen oder übermorgen. Einfach die Augen aufhalten oder bei YouTube reinschauen. Dann plane ich immer, wenn um 12 ein Video hoch, dass ihr Bescheid wisst. Und ja, damit werde ich raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder, würde ich sagen. Ne? Bis dann. Tschö, tschö.